Jetzt aber. Alles klar. Schön, dass ihr da seid. Ja, wenn ihr da seid, schön, dass du da bist, Z-Man. Freue mich auch, wieder dabei zu sein. Genau. Also kurze Vorwarnung. Ich habe eben, wir hatten eben schon mal das Eingangsgespräch und habe ich irgendwann gemerkt, dass ich gar nicht auf Start gedrückt hatte. Es tut mir leid. Naja, es tut mir leid, vor allem dir gegenüber, Z-Man. Kein Problem. Die Technik. Also, genau, ich wollte eigentlich sagen, also ne, es ist natürlich, wir hatten uns fest verabredet, für diesen unseren ersten Eindruck gegenseitig auszutauschen. Oder nicht der erste, also der Eindruck von dem Film, ja, Deadpool Wolverine, den wollen wir heute besprechen und noch ein bisschen MCU obendrauf, was da so passiert ist in den letzten Wochen. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, gerne einen Daumen hier zu lassen, ja, und Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, aber vor allem eben euren Senf in die Kommentare dazu zu geben. Genau, und zuerst hatte ich dich eben schon mal gefragt, ja, ein bisschen so unser Comic-Background zu Deadpool und Wolverine, ja, weil unser Format hier heißt ja eigentlich immer, zu dem wir uns immer treffen, Comic versus Film, und wir können aber hier, denke ich, werden wir hauptsächlich über den Film sprechen. Deadpool waren wir uns einig, dass es da jetzt, dass wir da jetzt nicht so mega hinterher sind, was die Comics angeht, wobei du hast einige Comics und du hast, kannst auch ein bisschen unterscheiden zwischen verschiedenen, der Qualität verschiedener Runs, ne? Ja, ja, also gibt gute und auch meiner Meinung nach echt schlechte Runs. Ich mag ja sehr gerne den Comic Tropes Kanal, Amerikaner, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Und der hat jetzt gerade ein Video auch über Deadpool gemacht, welche Autoren da großen Einfluss hinterlassen haben und so. Fand ich ganz interessant, weil, wie gesagt, ich bin kein großer Deadpool-Leser. Der größte Einfluss, dem hat er wohl Joe Kelly zugeschrieben, dass der quasi größtenteils das aus dem Deadpool gemacht hat, der er heute ist. Und ich weiß, einige größere Zeichner haben da ja auch ihre Karriere gestartet. Also ich weiß, allein das wäre eigentlich ein Grund, mir dann doch mal ein paar Deadpool-Comics zuzulegen. Ed McGuinness, heißt so, ne? Ed McGuinness. Ja. Ja, genau. Der hat da doch irgendwie relativ in den 90ern, glaube ich, schon gezeichnet. Da kannte ich ihn noch gar nicht. Ich glaube, Dings hier, Joe Madureira, hat der nicht auch da irgendwie ein paar Sachen gezeichnet oder sowas? Aber das könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ich das verwechsel. Bitte? Ich glaube ja. Ja. Also vor den X-Men, ne, bevor er dann eben völlig durchgestartet ist. Genau. Ist aber eher bekannt, ne, für seine Art, das ganze MCU nicht so ernst zu nehmen. Und wir meinten eben schon, also, oder ich sagte, das ist halt, das war damals, als ich halt Marvel verschlungen habe, auch nicht so ganz mein Ding. Ich mochte halt schon, wenn sich das Ganze dann auch selber ernst genommen hat und so weiter und so fort. Genau. Und damals wurde ja Deadpool auch sowieso nicht hier veröffentlicht. Das sieht jetzt ja inzwischen ganz anders aus. Durch den Erfolg der Filme wird ja jetzt ziemlich viel immer auf den Markt gehauen, ne? Also gerade hier bei der Hachette-Reihe war das doch so, ne? Da war doch, war noch ja, sehr, also Deadpool. Ich sag, Deadpool ist halt Harley Quinn von Marvel. Genau, ja, guter Vergleich, ja, ganz genau, ja. Ja. Eben, das hat der, auch der Mainstream kennt diese Figuren inzwischen so, ne? Und, ja. Ja. Und ich glaube, genau für solche Kundschaft wollen sie dann eben auch regelmäßig Produkte liefern, die eben auch für Leute genießbar sind, die jetzt eben nicht tief im Marvel-Lore drin sind. So, ne? Ja. Ja. Wolverine, da haben wir deutlich mehr Comic-Expertise vorzuweisen. Ne? Wie war das? Genau, du hast sogar Klamotten von ihm, ja. Und serienmäßig, also du sagtest, sag nochmal eben, was für einen Stellenwert hat Wolverine für dich, um das nochmal der Welt mitzuteilen? Ja, mein liebster Marvel-Held, definitiv. Nimmt mit den meisten Platz in meiner Sammlung ein, weil ich wirklich alles kaufe, wo Wolverine draufsteht. Also egal jetzt, ob nur Wolverine oder die ganze Old Man Logan, Dead Man Logan und Wolverine X23 und hast nicht gesehen. Ja. Du hast doch auch dieses übergeile, ich sehe es da oben schon in deiner Ecke da, die das überformatige, übergeile Origin-Ding, ne? Ja. Genau, ja. Ja. Das habe ich erst durch dich gesehen, dass das überhaupt mal so rauskam in diesem Überformat. Ja. Ja. Aber das ist in Deutsch, ne? Von Panini, oder? Ja, ist in Deutsch, ja, genau. Ja, okay. Das ist eine Deluxe-Ausgabe, die. Ja. Genau.
Ja, ich habe die noch in den Heften. In den, ja. Genau, ich habe Wolverine in den Ende 90er, 2000er, also so diese erste Zeit, wo ich viel Marvel Deutschland durchgesuchtet habe, da habe ich mir auf jeden Fall auch immer Wolverine zugelegt. Also ich habe die erste Serie, ich glaube, ziemlich vollständig, ich glaube, ein, zwei Hefte oder so, das mögen fehlen. Und dann eben auch damals kam relativ viel von ihm dann in so, ja, Marvel-exklusiv natürlich, so ein paar Klassiker, aber auch so ein paar neuere Sachen in 100% Marvel oder so hieß das, glaube ich, damals. Ja. Irgendwie sowas. Ja. Genau. Und da waren coole Sachen dabei, ja. Zum Teil aber auch so Sachen, wie wir eben über Deadpool meinten, ne? So Sachen, die man eigentlich gut genießen kann, ohne jetzt irgendwie tief drinne zu sein in der Geschichte. Und die Serie wiederum, da wechselt das immer mal. Manchmal war es halt eben eng verzahnt mit anderen Serien und manchmal war es total losgelöst und man konnte das genau, manchmal hat es eine komplett eigenständige Sachen gehabt, wie diese Savage Wolverine zum Beispiel. Gab es mal eine Serie. Also ganz unterschiedlich. Und was ich eben schon gesagt habe, als die Aufnahme noch nicht gestartet war, ganz wichtig, lieben gelernt habe ich ihn tatsächlich in den 90ern in dieser Zeichentrickserie. Die X-Men-Serie. Genau. Ja, stimmt. Genau. Und ich erwähnte, dass ich ihn wahrscheinlich das erste Mal in irgendeiner Hulk-Geschichte als Gegner, ich glaube in den Todd McFarlane Run, das vermute ich mal, dass das tatsächlich das erste war. Aber so richtig als Charakter wahrgenommen und verarbeitet habe ich ihn, glaube ich, in der auch Condor-Taschenbuch, die erste Hälfte oder so der Dark Phoenix-Saga. Ne? Am Ende waren alle X-Men besiegt vom Hellfire Club. Und das letzte Panel war dann richtig ikonisch. Wolverine, wie er in der Kanalisation so gerade sich aus dem Schlamm da wieder erhebt, seine Krallen zückt. John Byrne hat das richtig geil gezeichnet, wie der Schatten noch da in seinem Gesicht fällt und so weiter. Ist ein sehr viel zitiertes Panel aus meiner Sicht. Und dann sagte er so, Jungs, die erste Runde ging an euch, aber jetzt kommt die zweite. Oder irgendein Mackerspruch halt. Ne? Ja, geiles Ding. Und da habe ich eben gemerkt, so, das hatten wir nämlich eben besprochen bei der ersten Aufnahme und Nicht-Aufnahme, ne, dass er irgendwie auch bei den X-Men immer so ein bisschen herausstach. Ne? Dass er immer so ein bisschen, also ich finde, er sprühte immer ein bisschen mehr Intensität aus. Ja. Die anderen waren, ich will jetzt nicht sagen artig oder so, aber die anderen waren irgendwie alles so, ja, wenn man es mit einer Schule vergleichen möchte, waren die anderen halt alles Leute, die das alles ein bisschen ernst nehmen und so, die nach den Regeln arbeiten. Und er war dann halt immer so der Querkopf, der mal rumgekaspert hat, mal Streit gesucht hat, mal dies, das. Er ist immer aufgefallen, ob positiv oder negativ, aber er ist immer aufgefallen. Und das ist nicht unbedingt immer gut aus Lehrer- oder Anführersicht, aber das sind eben die Charaktere, an die man sich erinnert. Ne? Ja. Genau. Genau, und wir wollen aber jetzt hauptsächlich über den Film sprechen, Deadpool, Wolverine. Und wir werden hier spoilern. Der Film läuft seit 2 Wochen. Wer den noch nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden will, der sollte diese Aufzeichnung vielleicht lieber verlassen und sich dann gerne zu einem späteren Zeitpunkt das nochmal anschauen. Aber einen Daumen kannst du trotzdem schon mal da lassen. So. genau. Und zwar Deadpool Wolverine. Ja, frei heraus. Zedman, wir haben uns, also für euch, wir haben uns noch nicht ausgetauscht. Das war eine feste Abmachung, dass wir uns nicht austauschen, ja, und dass wir dann hier das erste Mal drüber reden. Und wer uns noch nie gesehen hat, ihr wisst vielleicht, dass wir, ja, manchmal waren wir auf einer Schiene, aber ich sag mal so, ich glaube, in letzter Zeit waren wir auch oft ein bisschen unterschiedlich. Dass ich dem vielleicht auch insgesamt so ein bisschen negativer gegenüberstehe, den ganzen Filmentwicklung im Moment, und du hattest da irgendwie immer noch mehr Herz und Hoffnung drin. Genau, und jetzt frage ich dich einfach als allererstes direkt, wie ist dein Eindruck von diesem Film? Was willst du mir als erstes mitteilen? Ohne Details vielleicht. Ohne Details, ich fand den einfach saugeil, um das mal ganz klar zu sagen. Ich hab so sehr meinen Spaß gehabt. Ich bin so tierisch begeistert von dem Film und ich bin so glücklich gemacht worden, in den 2 Stunden. Ich habe wirklich fast 2 Stunden Tränen gelacht. Ich bin da reingegangen mit der Vorstellung, ich kriege, wie wir eben auch schon gesagt haben, jede Menge derben Witz. Ich kriege diese Buddy-Action zwischen den beiden. Ich kriege jede Menge wirklich auch kompletten Schwachsinn, aber auch viele Cameos.
Wieder mal einen geilen Soundtrack. Ja, und ich habe alles, wirklich alles gekriegt, was ich mir so vorgestellt habe. Was aber viel wichtiger ist, wie hat er deiner Frau gefallen? Gut, wirklich gut. Also die mochte aber schon Hat die Tränen ersten gelacht? beiden. Ja, ne, Tränen nicht, aber die hat auch an den gleichen Stellen gelacht wie ich. Also Okay. bei mir war wirklich irgendwie, ich war, also die Leute, die haben wahrscheinlich gedacht, der heult, glaube ich, die ganze Zeit oder so. Und ja, also, aber die hat es auch echt gut gefallen. Die mochte die ersten beiden Deadpools schon und hat mit dem dritten auch ihren Spaß gehabt. Interessant war, meine Schwester war mit dabei und bei ihr war das schon so ganz zurückgenommen. Also ihr war der Humor einfach viel zu derbe. Und die mag auch kein Gesplatter. Kennt Ich habe sie sie. Deadpool überhaupt? Ja, die hat auch die ersten beiden gesehen. Okay. Deswegen habe ich sie hinterher auch gefragt: Mensch, was hast du erwartet so, ne? Ja, warum bist du überhaupt mitgekommen? Ja, genau, richtig, ne? Ja. Ja, keine Dann Ahnung. wollte sie einfach mal wieder Zeit mit euch verbringen, ja? Und ihr Ja. dann so, ihr ins Kino, Deadpool Genau, ja. gucken. Und sie so, Das wird okay. ein Teil gewesen sein, ja. Ja. Ja, dann sag ich mal, ne? Ich freue mich für dich auf jeden Fall. Also ich finde das gut. Nein, ich finde das wirklich gut. Und wir hatten auch einen in der Gruppe, der total darauf steil gegangen ist. Und das freut mich total. Und ich kann es auch verstehen. Ich finde ihn gut. So, weil er im Endeffekt ergibt einem das, was man von dieser Reihe erwarten kann, würde ich mal sagen. Wir werden ja gleich so ein bisschen auf Handlungen, auf Details und so eingehen, was uns da besonders angesprochen hat. Ich glaube, ich habe immer noch ein kleines Problem damit, und das liegt nicht an dem Film, sondern dass ich eben in diesen Film ein bisschen Hoffnung reingesetzt hatte, dass mir da schon mehr dargestellt wird, wo es jetzt mit dem MCU hingeht. Und das war für mich so ein bisschen eigentlich nicht Thema. Das war halt aus meiner Sicht, auch wenn da das ganze Parallelwelten-Ding so ein bisschen vorkam, war das aus meiner Sicht eigentlich nur so, ja, der Rahmen. Aber es war in erster Linie ein Deadpool-Film. So. Auch Wolverine war für mich eigentlich ein dauerhafter Gaststar in dem Film, aber es war ein Deadpool-Film, so aus meiner Sicht. Okay, interessant. Also ich fand gerade, dass die beiden wirklich dieses, das für mich war das so ein komplettes Buddy-Movie. Also Ja, schon. stärker. Ich meine jetzt von der Tonalität her und so. Also, ne, ich sag mal, du sagtest ja, der Humor, das Tempo. Ja, wobei ich fand halt, dass gerade, und das ist natürlich auch, weil Hugh Jackman halt wirklich ein geiler Schauspieler ist. Ich fand, dass Hugh Jackman das tatsächlich geschafft hat, in den ganzen Klamauk, der da drin war, den ich ja auch wollte und den ich ja auch erwartet habe, trotzdem noch geschafft hat, durch seine unfassbar geniale Mimik, finde ich, tatsächlich auch noch so einen ernsten, Ton zwischendurch zu erzeugen. Diese ganze Geschichte, die er da vorher erlebt hat, dieses Gespräch, das er mit X23 zum Beispiel hatte, wo du wirklich in dem ganzen Klamauk einen Moment hattest, wo du so ein bisschen gerührt warst irgendwie und ja, wo der mir wirklich halt auch leid tat. Also Da kommen wir schon, da kommen, ja, das ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß insofern, was du meinst, dass ich auch Hugh Jackman absolut super finde und er eben das Beste, das Maximale aus seinen Auftritten rausholt, definitiv. Egal, ob das gerade eine Szene ist, die eigentlich total cringe ist, so, ja, in Neudeutsch, was sich, wenn er da auf einmal so den richtigen Wolverine macht, so, ne, so richtig so runtergeht und so, ja. und aber es, er Ich macht finde es halt, mit so das einer. wirkt bei ihm überhaupt gar nicht cringe. So, das ist Ja, er das. macht es mit so einer Überzeugung, dass es funktioniert. Und auch Ja. die tragischen Momente, auch die haben immer, also Hugh Jackman er kann einfach Ernsthaftigkeit rüberbringen. Er kann Dinge ernst machen. Das Problem, also wir hangeln uns jetzt mal so an verschiedenen Punkten längs, ja. Und das Problem, was ich da zum Beispiel hatte, da kommt eines dieser Probleme schon von einem Drehbuch bei mir rüber. Dass ich also die Geschichte von dem Wolverine irgendwie immer noch nicht so ganz geschnallt habe, warum das jetzt so dramatisch sein soll im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die ich schon im Comic-Bereich gelesen habe. Naja, gut, weil hier sind ja tatsächlich alle seine Freunde gestorben, ne? Ja, aber ich meine, also er hat einfach nicht mitgemacht bei irgendeinem Auftrag und dann sind alle gestorben. So. Genau. Also
Also ja, das, aber ich sag mal so, Old Man Logan ist eine Nummer heftiger, ne? Also Old Man Logan, wo er selber die Leute weggemetzelt hat aus Versehen. Definitiv. Also das ist eine Nummer heftiger. Finde ich auch, hätten sie ruhig in dem Film eigentlich machen können. Mhm. Sie hätten die Geschichte von Old Man Logan eben, hätten sie da reinpacken können, dass er sagt, ich habe meine ganzen Freunde selber abgemetzelt. Ich finde halt diese Hintergrundgeschichte, also wie gesagt, Hugh Jackman, über alle Zweifel haben, wie er die Persona Wolverine rüberbringt. Und das ist ja im Endeffekt, für mich als Zuschauer ist das ja eigentlich auch egal, dass das jetzt einer aus einer anderen Zeitlinie ist. So, das ist Wolverine, fertig. Ja. Aber diese, den Wolverine, den er eigentlich verkörpert, der aus dieser Zeitlinie, das ganz böse gesagt, ist das ja fast ein Waschlappen so. Also auf der Wolverine-Skala, so, weißt du? So empfindet er sich ja auch, ja, ne? Also. Ja. Irgendwie, also, da war ich nicht so ganz, ging ich nicht so ganz konform mit. Aber gut, also ich muss auch sagen, ich finde, es ist im Endeffekt halt, also was meine ich mit auch, ob das ein Deadpool-Film ist, es ist halt eine Ansammlung von coolen Szenen, ja, von Szenen, die ja fast schon als Memes schon so fertig gemacht sind, ja, also die man fast, wo man sie einfach Schnipsel einzeln rausziehen kann und direkt als Meme ins Internet stellen kann. Aber es ist halt, also die Handlung, muss ich sagen, ist sehr, passt halt auf eine Briefmarke. Es ist halt eben hauptsächlich dieses Abarbeiten. Da gebe ich dir 100 pro recht, aber ja. Das ist halt auch was ich überhaupt nicht bei dem Film erwartet habe. Ja, da hast du schon recht. Ich glaube, ich hatte da irgendwie so Hoffnung reingesetzt, dass es so quasi jetzt so das Ganze für mich so ein bisschen neu strukturiert, dass ich jetzt schon, aber naja, dazu kommen wir dann später noch zur Zukunft des MCUs. Gehen wir mal so ein paar Sachen durch. Und zwar, fangen wir einfach mal damit. Was ist denn deine Lieblingsszene? Oder hast du eine Lieblingsszene? Oder Lieblingsszenen, wie du willst. Also, was ist denn das, was dir da, wenn du jetzt an den Film denkst, was ploppt dir als erstes im Gehirn auf? Ja, gab so viele Szenen, die ich so gefeiert habe. Also, zum Beispiel diese Schnetzerei im Auto, wie die beiden sich da. Völlig krank. Da tut mir deine Schwester leid. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann zieht sich diese Szene aber so in die Länge, ne? Aber da hat man halt, in dem Moment war ich halt auch voll so auf Jackmans Seite und dachte nur so, ey, zerfetzt diesen Penner, so, ne? Ja, genau. Und das ist das Geile, was Jackman da so gut rübergebracht hat. Diese Genervtheit von einem, dem Deadpool so auf den Sack geht, weil er den die ganze Zeit babbelnd neben sich hat. Und, und weil er ja auch gerade erfahren hatte, glaube ich, ne, dass er ihm Quatsch erzählt hat. Ne? Egoist, genau, dass es eigentlich nur um seine Zeitlinie geht da. Ne? Ja. Genau. Also die Szene auf jeden Fall. Und was ich auch toll fand, war halt der Chris Evans Auftritt, wo jeder denkt... Lass uns zu dem mal gleich kommen. Genau, ich wollte nämlich noch einmal dann, wenn wir erstmal nur bei Wolverine Deadpool sind, hier die Eingangsszene, die fand ich halt auch super, ne? Ja. Ich hatte eben Gerüchte gehört, dass NSYNC sogar vielleicht einen kleinen Cameo haben wird, dazu kam es jetzt nicht, aber hätte es auch nicht gebraucht für mich, die Jungs sind eh mehr so im besten Alter, Ryan Reynolds, das ist ja irgendwie sein Ding, ne? Immer sich so ein bisschen da zum Affen machen. Und das war super. Vor und halt Dingen, dieses, der Umgang mit dem, der würdige Umgang mit dem Logan-Film, ne? Ja. Genau. Also, das war halt so wirklich das Unwürdigste, was man überhaupt machen kann. So genau, und das war dann wieder genau richtig, meiner Meinung nach. Ich denke auch, das war richtig so. Perfekt. Weil das war so über die Spitze getrieben, dass ich das überhaupt nicht mit diesem Logan-Film in Verbindung bringe. Ja. Das meine ich auch. Es ist halt kein Wolverine-Film. Wolverine hat sich immer in seinen Filmen ernst genommen, sondern eben Wolverine, der ernste Wolverine, ist hier ein Gaststar in einem verblödelten Deadpool-Film, so wie immer Deadpool-Filme. So, ne? Und diese Eingangsszene fand ich dafür ziemlich stark. Wobei ich nicht so ganz geschnallt habe, warum er jetzt diese ganzen armen TVA-Agenten da einfach wegschnetzelt. Das habe ich nicht so ganz kapiert, was die ihm getan haben. Aber
Braucht halt irgendwie eine Eingangsszene, ne? Er hat halt einfach ein bisschen Lust zum Schnetzeln, ja. Die haben ihn bedroht und fertig. Ja. Aber nee, die fand ich ziemlich stark, genau, mit der die ganze Choreografie dieses Kampfes, die war einfach so drüber, wie dieses Blut so gespritzt ist und so. Das war einfach richtig, richtig toll, wie sagt man, orchestriert irgendwie. Ja, war's. Das fand ich auch echt stark. Genau, dann wollte ich nämlich eben zu dir zu den Cameos kommen, zu den zahlreichen Cameos. Und dann können wir ja direkt mal mit Chris Evans einsteigen. Erzähl doch mal ganz kurz, um uns ins Gedächtnis zu rufen, was da eigentlich so der Trick bei der Szene war. Ja, also Chris Evans taucht ja da auf in dieser Ödnis. Man erkennt es an der Stimme so, ne? Man erkennt es ja an der Stimme, dass das Chris Evans, ich dachte auch so, das war doch so, ich musste kurz überlegen, wer, aber... Ja, war bei mir genauso. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, der hat einen anderen Synchronsprecher und bin aber trotzdem nicht drauf gekommen, irgendwie welcher Gag jetzt als nächstes kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dann fängt er auch noch irgendwie an mit Avengers und jeder denkt, okay, jetzt kommt Avengers sammeln und dann fliegt er halt als Johnny Storm da irgendwo hoch so und fand ich total gelungen. Und ich muss auch sagen, ich habe Chris Evans noch nie lustig gesehen und es hat ihm echt gut gestanden. Also ich fand, er war jetzt wirkte jetzt irgendwie nicht dämlich oder so. War wirklich er sollte ja bei den alten Fantastic Four Filmen lustig sein, aber da fand ich ihn immer nicht so lustig. Und da fand ich das immer so ein bisschen so, Grundschulniveau-Humor so. Oder irgendwie nicht, es hat nicht geklickt so, ne? Und hier hat er sich ja im Endeffekt hat sich über seinen eigenen Captain America-Charakter auch so zwischendurch lustig gemacht und so weiter. Also ich fand das, ich fand das geil inszeniert, muss ich sagen, weil auch wenn es eine andere Synchronstimme war, das habe ich erst im Nachgang gecheckt, dass das ja die Synchronstimme von seinem Fackel, also von seinen Fantastischen Vier-Filmen war. Genau. Und trotzdem habe ich diese Stimme mit Chris Evans in Verbindung gebracht. Also so ich habe dann die Stimme gehört und dann dachte ich schon so, kenne ich doch. Und dann hat man irgendwie, glaube ich, die Mundpartie oder sowas gesehen und dachte, ach krass, Chris Evans, weil das hatte ich tatsächlich auch nicht mitbekommen. Ich glaube, das war im Erstgespräch, dass du, ich glaube, das hatten wir hier nicht mit aufgezeichnet, du bist ja komplett Spoilern aus dem Weg gegangen. Ich habe zum Beispiel den Sabretooth-Trailer noch so ansatzweise gesehen gehabt oder ein Foto ist mir da einfach aufgetaucht. Aber ansonsten habe ich es auch geschafft. Wobei ich wusste vieles aus der Produktion. Es war ziemlich früh wohl klar, dass Elektra auftauchen wird. Ja, das wusste ich auch, genau. Aber ansonsten, also Chris Evans hatte ich tatsächlich kaum was von mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob einmal irgendwie der Name auftaucht oder so. Nicht so richtig. Und dafür war das ein starker Auftritt. Aus meiner Sicht sogar, also für mich ist das sogar der Cameo, der mir am heftigsten im Kopf geblieben ist. Auch wenn es da welche gibt, die vielleicht noch viel mehr Geschichte haben oder so, kommen wir gleich zu. Aber ich fand das auch geil inszeniert. Man sieht ihn erst nur so halb und dann denkst du erstmal so, krass, Chris Evans, und denkst so von wegen, ne, dann kommt ja erstmal dieses Glücksgefühl, von wegen auch, ich habe das entdeckt, es ist Chris Evans und sie gönnen uns das. Und dann ist es aber eben nochmal was anderes. So, es ist eben nicht nochmal nur Chris Evans, es ist eben nochmal Chris Evans auch noch in einer Rolle, an die man ja gar nicht mehr dachte unbedingt. Ja? Also das fand ich cool gemacht. Und genau, dann wird er ja ziemlich schnell aber auch wieder beseitigt. Und können wir auch schon mal sagen, mit der After-Credit-Szene fand ich auch ein absolut gelungener Gag, obwohl er so simpel ist. Er ist so simpel. In dem Moment, wenn die Szene losgeht, wusste ich schon, was da jetzt passiert. Ja, natürlich. Ja. Aber das ist das, was ich mit Chris Evans meinte, dass er dann in dem Moment auch in der Lage ist, völlig gegen den Strom, gegen das, was er bei Captain America jahrelang gespielt hat, zu Schauspielern. Wobei er das ja bei The Gray Man, ein ätzender Film, auch schon ein bisschen gemacht hat. Da hat er auch schon so einen bösen, obercoolen, so einen nihilistischen Bösewicht gespielt, irgendwie so ein bisschen. Okay. So, habe ich noch nicht gesehen. Ja, also bis auf Chris Evans war da jetzt auch nichts irgendwie sehenswert. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Von den Russo-Brüdern, über die werden wir heute auch nochmal sprechen. Aber wie du schon sagst, gerade eben Captain America, der immer hier Watch Your Language und so, ne? Und dann völlig vom Leder zieht, aber so richtig an der unterste Schublade. Ja. genau. Dann geht's weiter mit, dann taucht ja im Endeffekt hier Cassandra Nova auf. Was sagst du zu ihr als Antagonistin so? Fand ich richtig gut. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, die kam
die kamen wirklich auch bedrohlich rüber. Die kamen, also die fand ich überzeugend. Mhm. Echt gut. Und eine von den wenigen Frauen, die die Glatze tragen können. Also sah gut aus. Ich kannte die Schauspielerin auch vorher nicht. Ich habe geguckt, die spielt hauptsächlich in viel in Serien und sowas bis jetzt. Ja. Meine Frau ist ein absolutes Genie in Gesichtserkennung. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Wir gucken irgendeine Serie, irgendeinen Film, da ist irgendeine Figur, egal ob Mann oder Frau, und die sieht, aber auch wirklich für mich, ich hätte die in 100 Jahren nicht erkannt. Und meine Frau kann sofort sagen, irgendwie, ach, die hat doch in der Serie so und so mitgespielt vor, weiß ich nicht, wenn die Serie schon über 10 Jahre her ist, die hat sofort gesagt, das ist doch die hier aus The Crown, die hat Lady Di gespielt. Genau. Ah, ja. Kann sie auch die Schauspieler von Dick Tracy direkt zuordnen? Da? Die will, bitte? Nee, ich schweife jetzt ab, Entschuldigung. Deine Frau, ob sie die ganzen Bösewichte aus Dick Tracy einfach auch zuordnen kann. Garantiert. Also, die ist keine Die kann sich keine Handlungen merken, aber wirklich überhaupt nichts. Der muss sich immer erzählen, was gerade in der letzten Folge von irgendeiner Serie passiert ist, aber Gesichter ist fantastisch. Okay. Genau, ich fand die auch cool, weil die, also ich fand, die hat es gut rübergebracht. Ich fand die Kräfte und so, das wirkte bedrohlich. Ich auch diese, der Showdown, den mochte ich auch. Ich sag mal so. Das sah gut aus mit den Fingern, die im Kopf so rumgewühlt haben. Ja, ja, genau. Und auch am Ende, wenn sie da an dieser Maschine zugange ist und diese Realität sich da so in Fäden auflöst und so, fand ich auch, fand ich optisch, fand ich das sehr schön. Ansonsten würde ich mal sagen, so das typische MCU-Ding, dass man natürlich den Bösewicht dann eigentlich noch ein bisschen mehr Einführung oder Background geben könnte. Ja. Am Ende sind sie dann halt, am Ende dienen sie halt eben einfach das dem, also quasi, sie dienen dem, was sie sind einfach ein Antagonist, um die Handlung voranzubringen und halt irgendwie ein Endpunkt zu bieten, ja, den man besiegen muss, aber es ist jetzt halt kein mega ausgearbeiteter Charakter. Ne? Wir kriegen halt kurz mit, ah ja, okay, Schwester von Xavier wird also sehr mächtig sein und das zeigt sie dann ja auch ziemlich schnell. Ne? Ja. Ja. Aber wie gesagt, Schauspiel fand ich auch super. Hat das so rübergebracht, wie ich mir Cassandra Nova eigentlich vorstelle, ja. Ja. Wobei sie in Comics sieht sie älter aus, aber das ist ja völlig Latz. Also genau, aber dass sie halt eben ja diese Kühle rüberbringt. Ne? Ja. Genau, und dann können sie sich dabei irgendwie rausboxen. Das mit dem Nebel habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz geschnallt. Das scheint so ein, das ist ja so ein Loki 2-Ding, glaube ich, ne? Dass dieser Nebel da in der Leere ankommt und dann da irgendwie, weiß ich nicht, ja, genau. Also abnehmen oder so, ne? Der war schon in der ersten Staffel, als sie angefangen haben, diese also die ausrangierten Realitäten, er rangiert die Realitäten endgültig aus. Wenn die auf dem Schrottplatz quasi sind, dann kommt halt am Schluss er hier quasi als Staubsauger und der nimmt die dann komplett raus und dann sind sie nicht ganz weg. Und Cassandra Nova aufgrund ihrer Kräfte ist in der Lage, dem die ganze Zeit mit zu entgehen. Ne? So. Ja, das war so ein bisschen, ich denke mal, das ist auch nicht wirklich erklärt worden, ne? Aber geht wohl so. Also sie war ja auf jeden Fall eine Bedrohung über diese Realitätsebenen hinaus. Ne? Ja. Ja, okay. Also ich habe die erste Loki-Staffel ja gesehen, aber tatsächlich habe ich das nicht mehr erinnert. Naja, ist auch schon lange her. Genau, dann boxen sie sich da irgendwie frei und dann kommen sie ja ziemlich schnell, treffen sie dann auf die weitere Cameos. Genau, Entschuldigung, ich habe jetzt die Bösewichte übergangen. Es taucht Pyro auf, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob er extra so zurechtgemacht wurde oder ob der Schauspieler sich die letzten Jahre ein bisschen gehen hat lassen, so. Er sah ein bisschen fertig aus. Aber war nicht gleich, ne? War der gleiche, ja. Wer anders war, war Juggernaut. Das war nicht der gleiche. Ja. Das war diesmal kein Plastikanzug. Ich bin der Meinung, dass, das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich glaube, das war tatsächlich ein realer Bodybuilder. Es gibt so einen holländischen Bodybuilder. Der gilt so, den habe ich schon mal live auf der FIBO gesehen. Der gilt als der größte Bodybuilder der Welt. Der ist zwar jetzt nicht auf Weltklasse-Format, aber eben schon, ne, also die Muskeln waren, glaube ich, echt und der ist halt 2 Meter, ich glaube, der 2,16 Meter oder so. Ich glaube, der hat so richtig NBA-Center-Größe. Ja. Und ich bin der Meinung, ich muss es im Nachhinein nochmal recherchieren. Ich weiß, ich erzähle auch immer, ich bringe viele Namen immer durcheinander und so weiter und so fort. Und ja, aber
Ich bin der Meinung, mal gelesen zu haben, dass der den spielte und dass es eben keine Plastikmuskeln diesmal waren. Hm. Ja, ich glaube, Deadpool hat auch irgendwie sogar so einen Spruch gebracht. Irgendwie, du bist jetzt der dritte Juggernaut oder so. Hm. Ne? Okay, ja. Ja. Hatte ja auch keine Sprechrolle, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ja, ja. Wenn dann vielleicht nur einmal irgendwie oder irgendwas, keine Ahnung. Ja. Dann hatten wir den Tod, genau. Da weiß ich nicht, ob das wieder der, ob das, weil das war ja hier eigentlich der Bösewicht aus Star Wars, der den mal ursprünglich gespielt hat, Darth Maul. Und ja, aber ich sehe hier jetzt ehrlich gesagt Aaron. Oh, hier, warte mal, den muss ich einmal kurz, da habe ich den Namen gerade. Und das gebe ich nochmal kurz ein, zack, und dann, ja, genau, das ist der Bodybuilder. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich das, es scheint aber kein Holländer zu sein, der, nee, dann ist das ein anderer, also ist das inzwischen wohl ein anderer Größe, 2,01 Meter, ne, das ist aber nicht der Größte der Welt. Also wie gesagt, der Holländer ist auf jeden Fall größer, aber der hier hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr Muskelmasse und der hatte auch Ryan Reynolds in diesem Fall Guy oder wie der heißt. Seinen Körper geliehen, ja. Genau. Ja, schon ein ziemliches Tier. Wo bist du? Da. So. Genau, dann, wo war ich? Dann, also auf jeden Fall sind da so, die Psylocke ist auch nicht mehr dieselbe, glaube ich, die da auftauchte, bin ich der Meinung, gelesen zu haben, dass das auch eine andere Schauspielerin ist, aber die hat ja auch keine Sprecherrolle, die hüpfte da ja auch nur ein paar Mal durchs Bild irgendwie. Ja, kann ich jetzt auch nicht sagen. Genau. Und genau, und ach hier, aber der war bestimmt der gleiche, ne? Der, der Dämon, der mit Mystique zusammen war, der Kurt Wagner, der Vater, ja, von Kurt Wagner. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Azrael. Azrael. Ja, genau. Ob es der gleiche ist, weiß ich nicht, aber er sah auf jeden Fall ziemlich gleich aus, ja. Ja. Genau. Dann haben wir da diese, dann, wie gesagt, kämpfen sie sich da irgendwie raus, kloppen sich ja erstmal miteinander und treffen dann, das haben wir ja schon besprochen, genau, und treffen dann ja auf die vier vergessenen Marvel-Helden sozusagen. Mhm. Also drei vergessene und eben X-23, die eigentlich noch gar keine richtige Karriere hatte, die die gleiche Schauspielerin, die jetzt eben, ja, erwachsen ist inzwischen. Und ja, ich hatte mir tatsächlich ein bisschen mehr von ihrer Rolle erhofft, aber am Ende war natürlich dieser Film einfach eine Achterbahnfahrt und sie hatte dann eben diese wichtige emotionale Szene, die du erwähnt hattest, ne? Ja, ja. Ich habe gestaunt, wie groß sie schon geworden ist. Wirklich so. Wachsen. Du bist aber groß geworden. Ja. Die war doch damals, war die doch irgendwie 11, 12 Jahre alt, glaube ich. Ja, ne? Und ich meine, der Film ist, von wann ist Logan? Von 17, glaube ich. Was? Der ist, glaube ich, von 17, ne? Der ist älter. Logan ist älter, ja? Ja, der ist viel älter schon, oder? Nee. Ah, nee, 2016, hast recht, 2016. Das ist krass. Ja, das ist dann 8 Jahre her. Dann ist sie jetzt gerade volljährig geworden. Ja. Okay. Also, ihr merkt schon, ich liebe es, Sachen durcheinander zu bringen. Naja. Genau, und dann haben wir da halt eben den Blade, ja, die Elektra und den Gambit. Mhm. Elektra, ich habe eigentlich nicht so viel dazu zu sagen, außer dass die Frau top in shape war. Ja. Also die müsste ja auch schon über 40 jetzt sein, wobei das ja heute das neue 30 ist. Und Jennifer Garner, also die war top in shape, hat sich da echt, ne, hat diesen Auftritt, so viel macht die ja im Moment nicht mehr. Die ist halt, glaube ich, die hat sich ja so ein bisschen aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, ist ja, ich weiß nicht, ob die wieder einen Partner hat, aber auf jeden Fall hat sie ja Kinder und nicht mehr mit Ben Affleck zusammen. Da gab es ja auch einen kurzen Gag drüber, ne, hat irgendeinen so Spruch über Daredevil. Hat sie ja, ach gesagt, ja, jetzt raff ich den erstmal. Jetzt, wo du sagst, Ben Affleck. Ja, natürlich, bin ich doof. Ja, also von wegen so, nee, den brauchen wir hier nicht oder irgend sowas, ne? Hat sie gesagt, ja. Genau, aber ansonsten, bitte? Wann hast du gesagt, als du Blade gesehen hast? Ich muss sagen, ich finde seine Frisur ein bisschen, naja, sah ein bisschen rangeklebt aus. Keine Ahnung, ob das echte Haare waren. Aber ich muss sagen, er sah jünger aus, als ich befürchtet hatte. Ja.
Und genau, das hatte ich nämlich auch schon so ein bisschen gehört, gerüchteweise, dass wahrscheinlich Blade auftauchen soll. Mich freut es, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte dahinter beschäftigt, freut es auf jeden Fall, dass Ryan Reynolds und Wesley Snipes da so gut miteinander arbeiten können und auch Lust darauf hatten. Wesley Snipes wirkte ja auch motiviert, das Ganze. Er machte ja so ein bisschen den Michael Keaton wie in Flash, so, ne? So, Nur besser, genau, du hast ja The Flash. Genau, das fand ich gut. Er wirkte ein bisschen klein. Ich weiß nicht, ob er einfach schon das Altersschrumpfen eingesetzt hatte, aber ich glaube auch einfach Ryan Reynolds, Hugh Jackman und Channing Tatum sind, glaube ich, alle drei ziemlich groß. Also ja, Ryan Reynolds sind beide über 1,90. Ja. Und Channing Tatum weiß ich nicht genau. Ich glaube, der ist 1,88 oder sowas. Auch ich fand es halt deswegen cool, weil da ist ja auch zwischen Snipes und Marvel ist ja die Chemie auch nicht mehr ganz so gut gewesen, weil er sich ja so ein paar Mal so geäußert hat, irgendwie, dass man jetzt einen anderen als Blade nimmt. Naja, also so richtig toll fand er die Sache nicht. Ne? Und fand ich aber dann wirklich cool, dass man ihm dann halt nochmal so einen Auftritt gibt einfach. Und bei Gambit, bei Channing, Tatum, muss man ja sagen, dass der Film ja so lange geplant war und dann immer wieder verschoben und dann schließlich ganz über den Haufen geschmissen. Das ist einfach auch, finde ich, immer so eine schöne Sache dann, wenn man so einem Schauspieler sagt, komm, dann. Und da kann ich mir richtig gut vorstellen, vielleicht ist das auch nur so eine überzogene Vorstellung von mir, dass Ryan Reynolds den anruft und sagt, ey, du konntest die ganze Zeit kein Gambit spielen, hier mein Film, da kannst du jetzt mal Gambit sein. Kann ich mir ziemlich echt so vorstellen. Ziemlich so soll es abgelaufen sein, ne? Ja? Was man so gelesen hat, ja. Also nochmal zu Blade, also die für die, die es nicht wissen, Blade 3 war ja eine ziemliche Produktionskatastrophe. Da Wesley Snipes war irgendwie gerade voll auf seinem Höhenflug, hatte irgendwelche Starallüren, hatte dann keinen Bock auf seine Mitschauspieler und Ryan Reynolds war noch ein relativ junger Nachwuchsschauspieler, der da gerade gepusht werden sollte. Und Wesley Snipes hat den ziemlich sabotiert. Ja, also er hat sich dann zum Teil da geweigert, seine Augen aufzumachen oder manche Sachen mussten digital reingearbeitet werden, weil er einfach sabotiert hat, weil er nicht mehr mitgeschauspielert hat und sowas. Ganz strange. Und sich wohl auch ansonsten überhaupt nicht mit den Kollegen halt ausgetauscht hat am Set. Genau, und insofern fand ich das halt erstmal schön, dass da auch einfach so Menschen wieder zusammenfinden, ja, und dann eben halt verbrannte Erde da eben wieder begraben werden kann. Das finde ich immer erstmal eine positive Sache generell. Menschen reifen ja und so, egal was dann auch mal in der Vergangenheit war und sowas. Ansonsten war tatsächlich einfach Wesley Snipes, ja, also wie er spricht. Wesley Snipes hat ja einfach eine sehr geile Art zu reden, finde ich, auch wenn ich jetzt nur die Synchronstimme höre, aber das hat bei Blade ja einfach immer funktioniert. So ähnlich wie wir über Wolverine schon gesagt haben, fand ich, hat Wesley Snipes immer diese Figur das mitgegeben, dass du einfach wusstest, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. So, der weiß, was er tut und der wird am Ende als Sieger herausgehen. Das ist, es gibt so Charaktere, wenn du die reden hörst, dann weißt du, die werden am Ende als Sieger herausgehen. Ja. Weil sie einfach so von sich überzeugt sind, dass sie alleine damit schon alle anderen einschüchtern, so, ne? Genau. Und Gambit fand ich, es gibt ja die ewige Planung, Channing Tatum hatte ewig Bock drauf, Gambit war ewig so ein Solo-Projekt in der Mottenkiste von Fox, genauso wie Magnetoman als Solo-Film geplant war und so weiter, ist aber eben nie dazu gekommen. Die Figur ist ja einmal aufgetaucht im ersten Wolverine X-Men Origins, gespielt von Kitsch, ne? Jason Kitsch. Ich muss sagen, ich finde das eine witzige Sache. Ich muss sagen, Channing Tatum hatte ein bisschen Fleisch im Gesicht, fand ich so. Aber vielleicht ist das halt eben auch mein, weil ich eben, wie gesagt, aus der Fitnessbranche komme, dass ich halt immer ein bisschen zu viel auf sowas achte. Also ich finde, ich hatte mir Gambit immer noch einen Ticken drahtiger vorgestellt. So. Weißt du, das war so ein bisschen, es sah so ein bisschen aus, als ob das Kostüm so ein bisschen am Limit ist. Und vielleicht hätten sie dieses, ich weiß, Gambit hat das immer sehr oft getragen, dieses komische, dieser, weiß nicht, ob das ein Helm sein soll, keine Ahnung.
Komische Maske. Es gibt ja auch Gambit-Versionen, wo er das nicht trägt. Ich glaube, das hätte ich weggelassen. Ja, naja. Aber ansonsten war das eine coole Sache. Und ja, genau. Und dann, dann kloppen die sich mit denen nochmal, mit den Bösewichtern. Und dann springen sie da, also verbessere mich, wenn ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen habe, aber dann kloppen sie sich doch nochmal eben durch die ganze Deadpool-Armee und genau. Dann landen sie irgendwie bei der TVA. Wobei natürlich auch klar war, dass er Lady Deadpool mit Blake Lively besetzt. Ne? Ja, genau, sieht man aber nichts von. Ja. Nee. Ich habe gehört... Und was ich später erst erfahren habe, ist, dass Headpool von Nathan Fillion gesprochen wurde. Genau, und die Babypool und Kleinkindpool oder wie die heißen, keine Ahnung, die sollen wohl tatsächlich von Ryan Reynolds Kindern geschauspielert worden sein. ja. Sonst noch irgendwer bei denen? Matthew McConaughey hat Cowboypool gespielt. Genau. Ja, das hat man an der Stimme erkannt. Ich glaube, das war's. Ja. Ja. Genau, und dann, dann geht's ab in die TVA und dann wird dieser TVA-Mitarbeiter da eben, stellt sich dann heraus, dass der auch ein bisschen da sein eigenes Süppchen gekocht hat und dann ist da Cassandra Nova halt, die dann alles bedroht und dann, müssen sie halt das Ganze, kommt es natürlich, wie es dazu kommen muss, zum Showdown und die. Das Universum wird gerettet. Ich habe bis jetzt immer noch nicht so ganz geschnallt, ob jetzt Logan und Deadpool ins MCU gekommen sind am Ende oder ob das irgendwie gar nicht so geklärt ist. Keine Ahnung. Ja, ins MCU. Mit den ganzen Kumpels von Deadpool, ne? Also mit der Geburtstagsparty am Ende. Okay, ja. Genau. Ja, so hatte ich es auch gedacht. Ich habe aber die Erklärung, haben es mir nicht ehrlich gesagt vermittelt. Das war mir ein bisschen zu konfus. Ich habe tatsächlich einen Kritikpunkt habe ich tatsächlich an dem Film. Und wenn man schon so viele Cameos da hat, dann habe ich mich wirklich gefragt, wenn man Loki geguckt hat, die zweite Staffel, wo war er denn? Ist Loki? Weil er ist am Ende von Loki ja quasi zum Hüter dieser Zeitstränge geworden. Er sitzt jetzt da irgendwo in der Mitte dieses ganzen Gespinstes und hält die Fäden. Da hätte er eigentlich auftauchen müssen, ne? Ja, das ist halt auch das, was ich so ein bisschen eingangs meinte, dass es mir, ja, wie gesagt, diese ganze... Am Ende ist es halt eben hier Multiverse, ja, aber es ist halt nicht wirklich eingebettet in dieses MCU so. Ne? So kam es mir vor. Also, weil auch die TVA wird da ja eher wie so eine Gurkentruppe dargestellt und sowas. Ne? Also, ich meine, Deadpool klaut den mal kurz das Ding und reißt dann dadurch die Universen. Ja, klar. Genau, dazu, das müssen wir noch unbedingt sagen. Diese verschiedenen Wolverine-Universen, Wolverine-Varianten. Die am Anfang. Das war auch mega, ne? Ja. Das war grandios. Das war echt grandios. Ja. Und ich hab Cavill nicht erkannt. Ich habe natürlich meine Frau. Genau. Das war für mich auch nach Chris Evans, glaube ich, der Lieblings-Cameo. Also mein Lieblings-Kurz-Cameo, weil das damit hatte ich gar nicht gerechnet. Nee. Und ich finde es einfach sau cool, dass sie sowas mit einbauen, ja. Ich bin mal gespannt, ob Henry Cavill, ob das jetzt quasi die Vertragsverhandlungen waren, die Henry Cavill mit Marvel hatte, oder ob er trotzdem noch irgendwie für eine größere Marvel-Rolle im Gespräch ist, weil er soll ja größere Verhandlungen vor kurzem mit Marvel geführt haben. Ne? Ja, genau. Und der ist ja auch tatsächlich lange als neuer Wolverine gehandelt worden auch. Ne? Also dass man gesagt hat, der könnte der neue werden. Ich habe jetzt mittlerweile, zwei Interviews mit Kevin Feige schon gelesen, wo er gesagt hat, es gibt derzeit überhaupt keine Planung mehr, Wolverine zu ersetzen, also einen anderen zu nehmen. Also kann ich mir vorstellen. Ja. Scheint Jackman doch noch ein bisschen erhalten zu werden. Ist ja auch sein großer Traum, mal an der Seite der Avengers zu kämpfen. Ja, also wir wollen ja gleich noch ein bisschen über das MCU quatschen und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass jetzt, wo sie ja alles so ein bisschen jetzt auf links drehen, und vermutlich jetzt auch nicht groß über den, was ist das, der sechste Avengers-Film dann,
dass sie jetzt bis dahin erstmal planen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Hugh Jackman da so ein bisschen mit eingebaut wird, wenn er Bock drauf hat. Und er sagte, er hat eigentlich Bock drauf, wenn er nochmal mit den Kollegen zusammen was machen kann. So, ne? Im fünften schon, denke ich. Also meine ich. Also bis, aber ich meine so bis zum sechsten. So, ne? Ja. Also glaube ich auch. Ja. Beide habe ich auch noch eine News gleich, aber mal gucken. Genau. Und ich hatte ja gehört hier Daniel Radcliffe, würde? So. Und die eine Szene, auch wenn die wirklich nur ganz kurz war, wie er an diesem Kreuz Kreuz hängt, ne? Also diese epische Comic-Szene auch, ne? Also sah auch grandios. Ja, aus welchem, dann habe ich nämlich nicht gelesen. Das hab, Ich auch nicht. Ich habe nur die Szene schon zigtausendmal gesehen, aber wo die jetzt ganz genau vorkommt, weiß ich auch nicht. Ja, schreib es nochmal in die Kommentare. Ich hatte es danach nachgelesen und habe es jetzt aber schon wieder nicht mehr, habe es jetzt schon wieder vergessen. Genau, ich glaube, das war eines der Events, die in der Zeit rauskamen, die nicht in Marvel Deutschland, also vor Marvel Deutschland oder sowas. Wir hatten dann noch Age of Apocalypse, ne? Genau. Mit dem abgehackten Arm. Dann hatten wir Patch, genau. Japan, ne? Japan-Setting, genau. Ist das Japan oder ist das ein eigenes Land? Oder? Nee, Madripoor ist ja dieses eigene Land, wo die ganzen halbseidenen Leute rumhängen, dieser Verbrecherstaat. Okay, alles klar. Irgendwo bei, der soll angeblich irgendwo da bei Indonesien da in der Ecke, glaube ich, irgendwo lokalisiert sein. Erdkunde, ja. Nee, den gibt es ja auch nicht wirklich. Okay, gut, dann ist ja gut. Und dann haben wir, genau, dann haben wir noch diesen kurzen Gag mit dem Comic-Akkuraten Wolverine, der dann eben vom Hocker springt und der Kleine ist, ja. Genau. Das war ganz cool. Ja. Genau, wie gesagt, Daniel Radcliffe war ja auch im gerüchteweise im Gespräch. Da hatte ich ehrlich gesagt, dass der wohl auch irgendwie auftauchen soll, was er jetzt ja nicht ist. Naja, okay. Genau. Aber hätte vielleicht auch keine Ahnung, ob der reingepasst hätte. Ne? Weiß nicht. Weiß man immer erst, wenn man es gesehen hat. Ja. Und Peter war auch wieder sehr lustig, fand ich. Ja, stimmt. Ja, ich fand es lustig, dass es quasi immer so der für alle immer so ein Highlight war und man selber natürlich als Zuschauer mal denkt so, was? Wie? Was ist da jetzt das Highlight so, ne? Die ganzen Deadpools. Peter, ja. Das war cool. Genau. Und auch Nice Pool war auch sehr schön. Bitte? Ja, Nice Pool, genau. Als der als ich den auf Produktionsbildern gesehen hatte, dachte ich immer, das wären Fake-Bilder, die Ryan Reynolds extra gemacht hat. So von wegen, dass man da auf in eine falsche Richtung geführt wird. Nee, aber war lustig. Fand ich auch. Und ja, und diesen Hund, naja gut, keine Ahnung, ich bin jetzt, den Gag habe ich, der war mir dann irgendwann, war mir ein bisschen über, aber vielleicht muss man dafür Hundefan sein, um da voll drin aufzugehen, also keine Ahnung. Ja, am Ende war es dann halt ein großer Fox Universe Abgesang, ne? So ist er halt auch geendet, dass dann eben alle möglichen Produktionsbilder oder Filmchen, Schnipsel nochmal gezeigt wurden, von Fantastic Four, von den X-Men-Filmen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob auch von Filmen, die nicht von Fox waren, also Blade und ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es waren nur. Ich glaube, waren nur Fox. Fanta 4 und X-Men und auch nicht der Fantastic. Den haben sie, glaube ich, auch ausgelassen, ne? Ja. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Oder tauchen ganz viele Sachen. Ich meine, da wäre eine Szene gewesen. Ah, okay. Meine ich. Ich will nicht drauf schwören, ja. Ich habe gerade zu der Sache, die du da sagst, da habe ich einen Artikel gelesen, irgendwie jetzt, gerade als ich aus dem Kino rausgekommen bin, wie sich einer darüber fürchterlich aufgeregt hat. Das hätte ja nun mal überhaupt gar nicht gepasst zu dem Film und das wäre total dumm gewesen und ich fand das eigentlich richtig gut. Ich fand, egal wie viel man über Fox auch meckern kann, und die haben wirklich in der letzten Zeit, haben sie auch viel Mist rausgehauen, aber ich fand nochmal so eine Würdigung des Ganzen, fand ich vollkommen gerechtfertigt und vollkommen in Ordnung.
Mal davon abgesehen, dass ja, natürlich haben die einige Rohrkrepierer, aber die hat inzwischen auch Marvel, ja, MCU. Und aber einige der besten Comicfilme aller Zeiten, bin ich der Meinung, stammen immer noch von Fox, ja. Also einige aus dem X-Men-Franchise. Ne? Und was X-Men 2, Days of Future Past. Losgetreten überhaupt auch erst dann mit den X-Men damals. Ne? Genau. Also ich fand das in Ordnung, aber dazu, da kommen wir dann zu einem Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Mich würde mal interessieren, also zum Beispiel, wenn man mit deiner Schwester quatschen würde oder mit deiner Frau, für wen ist dieser Film, so weißt du? Also diese ganzen zahlreichen Cameos und Insider-Gags, die fallen ja eigentlich alle weg, wenn man diesen Hintergrund nicht hat, diesen Comic-Leser-Hintergrund. Ja. Und auch dieser Abgesang fällt weg, wenn du jetzt dich da irgendwie nicht groß für die Hollywood-Hintergründe interessiert. Wenn du einfach nur siehst, ah ja, hier ist der nächste Film, so, und nicht checkst, dass da verschiedene Studios hinterstecken und so weiter. Also frage ich mich immer so, okay, wie viel von solchen Insider-Gags sind quasi sinnvoll? Zum Teil waren ja auch Gags drin, die du nur verstehst, wenn du dich mit der Persona Ryan Reynolds beschäftigst oder mit der Persona Jennifer Garner, ne? Wie zum Beispiel jetzt eben halt den Daredevil-Spruch und so. Also das war, ich sag mal so, ich kann da folgen, größtenteils, aber ich bin da ja auch ein bisschen nerdy und denke halt manchmal so, ja, also ja eben, was ist so die Zielgruppe, ne? Also quasi, wie viel Energie investierst du in was und wie viele sprichst du dann eben damit an? Das funktioniert ja anscheinend, also die Zahlen sind ja bombastisch, ja, der Film hat also innerhalb... Gestern Abend 821 Millionen schon, der wird locker über die Milliarde gehen. Genau, also meine aktuelle Zahl auf Box Office Mojo ist 824 weltweit, genau, und das ist immer so ein paar Tage hinterher, hinkt das immer relativ wenig. Also ist so mit die aktuellste, die ich kenne. Genau, das heißt also, der wird locker die Milliarde knacken, was für ein R-Rated da eben Wahnsinn ist. Ja. Deadpool 1 war ja schon der erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten. Der Film hat jetzt auch nochmal den Startrekord von Passion Christi gebrochen. Also hat eigentlich alle R-Rated-Rekorde, die es jetzt so gibt. Und wie gesagt, ist auf dem besten Wege auch insgesamt ein sehr, sehr erfolgreicher MCU-Film zu werden. Also ich traue dem so die 1,5 zu. Und damit würde er wahrscheinlich eine Menge Flops aus den letzten 2-3 Jahren ausgleichen. Ne? Also Disney hat da ja, also das Erfolgsrezept Disney hat ja in den letzten 2-3 Jahren auf einmal sehr viele Federn lassen müssen. Nicht nur im MCU-Bereich, sondern ja auch in anderen Bereichen, ne? Im Pixar-Bereich und so weiter. Und jetzt kommen gerade wieder so ein bisschen die Erfolge. Also es ist Wahnsinn, zahlenmäßig. Ja, Marvel Jesus halt, ne? Bitte? Entschuldigung? Marvel Jesus halt. Ja, Marvel Jesus, genau, ja. genau. Und insofern scheint das ja zu funktionieren. Ich fand auch cool, wie er Wolverine erklärt, dass er ihn ja jetzt quasi ins MCU holt und dann sagt auch noch zu ihm, du kommst gerade zu einem echten Tiefpunkt. So, ne? Fand ich auch was richtig ich schön. Was ich gut fand, war diese Rede über das Multiverse. Das fand ich, in dem Moment kam mir das sehr ehrlich vor. Ich frage mich natürlich nur, ob das jetzt wirklich so ist oder ich gehe mal davon aus, das meine ich halt auch mit, dass er nicht so verzahnt ist mit dem MCU. Ich gehe mal davon aus, dass sie sehr wohl wissen, dass das Multiverse irgendwie nicht so funktioniert hat, wie sie es sich wünschen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt mit diesem Film ad acta gelegt ist, sondern dass sie es jetzt in den nächsten Filmen so ein bisschen abarbeiten werden. Ne, und da sind wir eigentlich auch, das ist ja eigentlich eine optimale Überleitung. Ja. Was wissen wir über zukünftige Projekte? Was wollen wir natürlich darüber wissen? Und also, wir reden jetzt über das, was so in den letzten Tagen rausgekommen ist. Ja. Als allererstes vielleicht nochmal, hast du den Cap 4 Trailer, den Captain America Brave New World Trailer geguckt? Ja. Okay, also das heißt, darüber können wir auch reden. Ja? Ja. Wer da nicht gespoilert werden will, der sollte jetzt mal kurz auf tonlos machen oder sowas. Naja, also Cap 4 Trailer. Eine Sache noch zu Deadpool Wolverine. Der Film hatte ja das Problem, dass er gerade in diese Streikzeitzone reinkam. Ja? Erst streiken die Drehbuchautoren, dann streiken die Schauspieler. Und es war wohl so, dass rein rechtlich, das ist
Das ist wohl so, was ich gelesen habe, dass die das Drehbuch zwar vorher fertig hatten, aber es durften keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Das heißt also, Improvisation war verboten. Und deswegen haben sie sehr, sehr spät erst Nachdrehs gemacht, weil sie erst nach den Streiks dann in die Nachdrehs gemacht haben, damit sie eben noch ein bisschen improvisieren können, weil Improvisieren halt eben bei Ryan Reynolds eigentlich zum Tagesgeschäft gehört. So. Ja. Und wie ist eigentlich die Geschichte, wenn die nicht mehr improvisieren durften, dann musste also dieses Drehbuch war schon fest, sagst du, ne? Und da ist nicht mehr umgekrittelt worden. Weil ich darf nicht mehr umgeschrieben werden, sozusagen. Ne? Ja, weil ich habe nämlich gelesen, dass Disney einen einzigen Wunsch hatte an die Macher und gesagt, ihr dürft alles machen, ist ja ein R-Rated-Film und ihr dürft auch Pipi-Kaka und ihr dürft auch über Sex reden und weiß ich nicht alles. Nur tut mir einen Gefallen oder tut uns einen Gefallen und redet nicht so wie in den ersten beiden Filmen so explizit über Drogen. Hm. Und da kam ja Koks ohne Ende vor bei der Unterhaltung mit Blind L. Die haben ja wirklich dann nur über Koks gesprochen. Da musste ich so lachen, weil ich denke, sie treten sogar das irgendwie mit Füßen so. Und ja, also wenn keine Ahnung, da weiß ich ehrlich gesagt nichts, weil ich es schon gelesen. Ja, vielleicht waren auch nur um des Gags willen halt, kann natürlich auch sein. Ne? Ja, ja. Ich meine, wie gesagt, Deadpool, er macht sich ja über alles lustig. Ja. Genau, und ich wollte einerseits wollte ich diese Produktionsschwierigkeit nochmal ansprechen, weil ich da auch gleich was zu Captain America 4 sagen möchte. Genau, und dieses Multiverse-Abgesang, das hatte ich ja eben auch noch, das ist eigentlich ganz nett fand, diese Rede. Genau, und beim Zurück jetzt zu Cap 4, was man so hört, also ich bin, dein Eindruck vom Trailer, du wirktest eben positiv, als ich den Trailer... Ja, sehr, sehr positiv sogar, weil für mich, wie für die meisten, die ja jetzt sich schon drüber äußern, irgendwie geht es halt so ein bisschen in die Winter Soldier-Ecke wahrscheinlich, also so ein bisschen mehr... Sieht so aus... Ne? Ein bisschen düsterer, ein bisschen Polit-Thriller. Genau. Ja, also freue ich mich total drauf. Es wird ja, also die Verzahnung, eine sinnvolle Verzahnung taucht jetzt ja auf. Also der Celestial, ja, ne? Der taucht auf aus The Eternals. Harrison Ford ersetzt jetzt eben. Er macht jetzt eben den neuen Thunderbolt, wird auch kurz mit dem Gag angesprochen, ne? Dass Anthony Mackie, also Captain America, Sam Wilson. Das ist die einzige Sache, die ich so ein bisschen fragwürdig finde. So diese, also ich bin ein großer Harrison Ford-Fan, ich finde ihn fantastisch, aber ich finde der sieht ja nun wirklich mal überhaupt gar kein bisschen aus wie der alte Ross, na, wie heißt er wieder? Ich muss auch gerade überlegen. Gott, Mensch, schlimm, dass einem der Name nicht einfällt. Das ist ein großer Schauspieler. Ich sag's dir kurz, der heißt, was ist er denn? Ja, also das ist immer das, jetzt meine Internetverbindung so langsam, was ist denn hier los? Nee, das ist hier. Du meinst natürlich William Hurt. Genau, William Hurt. Ja, natürlich. Die sind ein anderer Typus. Sie haben halt das Alter gemeinsam, ne? So. Ja. Ich sag mal so, ich denke mal, wollte Marvel halt einen großen Namen, ne? Also, ja. Weil Anthony Mackie ist halt eben namenstechnisch nicht auf dem Level wie jetzt einige andere MCU-Hauptdarsteller. Und ich glaube, da wollten sie einen Namen haben. Ist ja oft auch so gewesen, dass in der Bösewichtsrolle dann irgendwie ein größerer Name war. Und Harrison Ford ist halt eben ein großer Name. Ja. Und diesen Spruch, er macht ja im Trailer einen Spruch von wegen so, ich muss mich immer noch in ihren neuen Look gewöhnen. So von wegen, das war eine gute Anspielung darauf, fand ich gut. Mir macht der Trailer auch Spaß. Mir macht auch der Inhalt, der so durchgesickert ist, Spaß. Es geht ja wahrscheinlich irgendwie um Adamantium, ne? Dass das halt da aus dem Celestial gewonnen werden kann oder sowas und dass deswegen ein internationaler Konflikt entsteht. Das finde ich alles sehr sinnvoll und ja, Red Hulk wird da irgendwie mit eingebunden werden, was man ja auch schon im Trailer gesehen hat. Ja. Gut, das wussten Comic-Fans sowieso schon,
Ansonsten wäre es ein bisschen schade, irgendwie sowas in den Trailer zu packen, aber in der Zeit leben wir ja eh heute, dass sowas in den Trailer rein muss. Ne? Was ich aber gehört habe, dass der Film produktionstechnisch eine ziemliche Katastrophe bis jetzt sein soll. Also wir hoffen trotzdem natürlich drauf, dass es ein rundes Produkt wird, aber es soll wohl so sein, dass die ersten Versionen beim Testpublikum eben nicht gut abgeschnitten haben und deswegen da sehr, sehr, sehr viele Nachdrehs gekommen sind. Und die Kosten sollen wohl explodiert sein. Also angeblich, also weil eigentlich wollen die ja die Kosten drücken, ja, angeblich soll der Film inzwischen bei knapp 350 Millionen angekommen sein. Und das wäre so, das wären Infinity War oder Avengers Budgets, ne? Ja. Also das ist, mal gucken. Ich hoffe, also ich wünsche diesem Film Erfolg. Ich wünsche Anthony Mackie Erfolg, ja? Dass er auch diesen ganzen Hatern da ein Schnippchen schlägt, die sagen, es darf keinen neuen Captain America geben und so. Ey, Schwarzen auch noch. Ja, eben, das mag dann bei manchen unterschwellig auch noch mit drinne stecken. Aber ich finde halt, Captain America ist, ja gut, man kann nicht erwarten, dass die Leute immer Comics lesen, ne? Klar. Aber für die, die es nicht wissen, Captain America hat schon öfters die Persona gewechselt, ja? Steve Rogers ist der berühmteste und ist der ikonischste, das kann man natürlich so sagen. Aber Captain America ist eben auch ein Symbol, was eben weitergegeben wird, wenn Steve Rogers eben verhindert ist sozusagen, ja? Vielleicht gerade tot oder so. Und dann muss eben jemand anders mal das Kostüm tragen. Genau, also deswegen, und da ist eben Sam Wilson. Natürlich hätte es auch Bucky, hätte vielleicht auch in den Comics waren es beide, ja, oder sind es beide zum Teil. Aber in den Filmen war Sam Wilson eigentlich, mal abgesehen davon, dass er keine Superkräfte hat, okay, das ist ein Kritikpunkt. Mal sehen, ob sich das vielleicht ändert, keine Ahnung. Aber ansonsten, vom Mindset her, ist er natürlich der logische Nachfolger, ganz klar, ja. Bucky nicht. Ne? Bucky hat immer noch seine Dämonen mit, trägt immer noch seine Dämonen mit sich rum. So, ne? Absolut. Ja, also da bin ich gespannt. Wie gesagt, ich wünsche mir da ein gutes Ergebnis, weil die Optik gefiel mir und ich mag, wir sagen ja beide immer, Winter Soldier ist einer unserer liebsten MCU-Filme. Ich vermisse sowas Geerdetes und ich, auch wenn es natürlich dann vielleicht ein weltweiter Konflikt ist, ist es natürlich im Vergleich zu anderen Marvel-Filmen immer noch geerdet, ne? So, weil eben da die Superkräfte dann eben überschaubar sind und so weiter, ne? Also ja, ich bin gespannt. Auch der Bösewicht ist ja der, also klar, Red Hulk kann sich natürlich auch zum Bösewicht entwickeln, logisch. Das wissen wir jetzt nicht genau, wie denn die Konstellation da sein wird. Aber der Bösewicht, der jetzt schon wieder hier Namen forget it, ja, aber der Bösewicht, der da auftaucht, der ist ja auch ein sehr bodenständiger Gegner, so würde ich es mal sagen. Ne? Ja. Genau, das ist Cap 4. Und dann, das war ja schon draußen, und dann kam eben ziemlich direkt nach Deadpool Wolverine kam dann eben die Ankündigung, also war die San Diego Comic-Con, ja, ich weiß es gar nicht mehr vom Tag her, die war ganz kurz danach. Ich habe ihn am Freitag gesehen und ich bin der Meinung, Samstag oder Sonntag waren dann die Auftritte beim Marvel-Panel auf der San Diego Comic-Con. Ja. Und genau, da wurden dann eben alle möglichen Besetzungen nochmal wieder vorgestellt von Cap 4 natürlich. Und dann ging es eben um die Fantastic Four wurde nochmal vorgestellt. Da wissen wir, genau, darüber können wir auch kurz sprechen, darüber wissen wir jetzt auch schon ein bisschen mehr. Ja, es wird in einem Paralleluniversum in den 60er Jahren so ungefähr starten, so soll das Setting sein. Das finde ich ehrlich gesagt eine gute Idee, also ich habe mich auch immer darum gesorgt, wie wollen sie es machen? Fantastic Four sind eigentlich First Family, Marvels First Family, also die müssen so immer den Grundstein legen, wie macht man das, wenn sie jetzt erst ganz spät dazukommen und so weiter. Genau. Ja, und der Bösewicht ist eben tatsächlich Galactus. Hast du schon es gibt erste Bilder, hast du die gesehen? Nee, Galactus habe ich noch nicht gesehen. Es gibt erste Bilder, also auch von der Comic-Con, also abgefilmt. Man sieht nicht viel, aber das, was man sieht, ist für Comic-Fans akkurat. So viel kann ich sagen. Und wenn du da Interesse dann hast, dann
schau dich danach mal um. Definitiv. Also diesmal keine Wolke jedenfalls. Ja, Gott sei Dank. Keine Wolke. Ja, das bin ich noch nicht mehr verziehen jetzt. Ja. Naja. Ja, da bin ich sehr gespannt. Also ich bin, ich finde das, wie gesagt, wenn das alles so ein bisschen 60er Jahre, so ein bisschen, sie haben das ja in der Vorankündigung immer mal so mit den Jetsons verglichen. Die Jetsons. Ja. Und das finde ich eigentlich ein gutes Setting. Also, weil dann kann ich auch so ein Galactus viel eher annehmen, als wenn das jetzt so in diese reale Welt, da ist es halt immer so, auch wenn wir jetzt die Celestials schon hatten, ist es natürlich immer so eine Sache, ne? So, was ist da, was kann man dem Zuschauer zutrauen und was nicht in dieser realen MCU-Welt, ne? Ja. 616, ja. Okay, und dann kam es aber, kam der große Big Bang, ja, Dr. Doom betritt nicht nur einmal, sondern zigmal die Bühne und einer lüpft dann eben seine Maske und es ist eben Robert Downey Jr., der jetzt zurückkehrt ins MCU. Nicht nur er, sondern auch die Russo-Brüder, die jetzt eben für die kommenden Avengers-Filme verpflichtet wurden. Was hast du dazu als erstes zu sagen, zu diesen News? Also erstmal war ich ziemlich begeistert. Also über die Russo-Brüder freue ich mich sehr, weil die sind, glaube ich, für die Avengers-Filme das Beste, was passieren kann. Glaube ich auch. Ich glaube, die wissen, wie man diesen Stoff bearbeitet. Also genau, wie man das auch produktionstechnisch hinkriegt. Ich glaube, ja, da sind sie die richtigen Leute für. Wie gesagt, ich glaube, es gibt von der, vom Talent her bessere Regisseure. Greyman hat mich echt vom Hocker gehauen. Aber ich glaube, die sind ein gutes Team. Die wissen, glaube ich, wie man so ein Megaprojekt, also vielleicht auch, weil sie zu zweit sind, vielleicht nehmen sie sich da gegenseitig ein bisschen was von den Schultern und so. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich auch den Eindruck, die Avengers-Projekte, diese großen, vielleicht die größten Projekte überhaupt aller Zeiten oder sowas mit den Avatar-Filmen, das haben sie echt beeindruckend souverän hingekriegt, finde ich wirklich. Ja, vor allen Dingen also bei der Fülle von Charakteren, jedem halt auch ein bisschen Screentime zu geben und jedem mal irgendwo so ein bisschen hervorheben und glänzen zu lassen. Angeblich, hier, falls sich Zahlen interessieren, angeblich sollen sie, sie haben wohl für die ersten beiden Avengers-Filme, also Infinity War und Endgame, die sie gemacht haben, dafür haben sie wohl angeblich irgendwie um die 4 Millionen bekommen. Und angeblich sollen sie jetzt um die 80 Millionen kriegen für beide Filme. Ja. Das ist für einen Regisseur hammer viel Geld. Also für einen Schauspieler ist es, wäre es eigentlich fast normal für einen Top-Darsteller. 20 Millionen pro Film, weil sie sind ja zu zweit. Aber für Regisseure ist das top. Also ich glaube, so, da, ich glaube, da gibt es nur James Cameron oder sowas, der in diesen, und der produziert ja seine Filme selber mit und sowas, ne? Ja. Der da mitspielt in diesen Ringen. Ja, okay. Ja, das ist, glaube ich, einig. Soll er sogar ein Privatjet gekriegt haben dafür, ne? Hm. Was sagst du zu Robert Downey Jr.? Ja, ich finde Robert Downey Jr., ich fand ihn halt einfach, das ist ja bei uns beiden so, wir fanden ja, dass er für Iron Man die absolute Top-Besetzung war. Der ist absolut Tony Stark gewesen und ich bin, also ich habe mich im ersten Moment habe ich total gefreut, dass Robert Downey Jr. zurückkommt und so. Und dann habe ich gedacht, ja, aber na, Dr. Doom, ja, okay, der hat natürlich eine Sache mit Tony Stark gemein, und zwar das Ego. Ne? Also der ist mindestens genauso von sich überzeugt und bitte? Die Rüstung auch, also die Art Rüstung, der Kräfte ist natürlich sehr ähnlich. Genau. Und da bin ich ein bisschen gespannt. So, da kommt es halt echt drauf an, wie machen sie es, ne? Welche Rolle kriegt Doom? Werden wir den schon bei Fantastic Four sehen? Wird er mit den Fantastic Four zusammen ins MCU kommen? Ich würde drauf denken. Oder ja, denke ich auch. Also ich würde das halt auch denken. Ich habe halt wirklich von Galactus, habe ich jetzt gerade tatsächlich von dir erst erfahren. Und ich dachte wirklich, dass Doom eigentlich der Bösewicht in dem Fantastic Four. Das könnten sie aber auch nicht bringen, ein drittes Mal aus meiner Sicht. Weil es einfach durch die anderen Fantastic Four-Filme war, das würde sich zu repetitiv anfühlen, so von wegen. Ich glaube, sie müssen da jetzt schon was Neues bieten, aber ich denke, also ich glaube schon, dass er eingeführt wird in dem Fantastic Four-Film, aber eben nicht als Hauptgegner, sondern so vielleicht, ne, von wegen da der böse Herrscher da drüben oder sowas, ne? Ja. Und ich glaube, der könnte dann so wie hier Biff aus Zurück in die Zukunft, so weißt du, kommt aus einem anderen Universum, aus der Vergangenheit, entdeckt dann diese neue Welt und reißt sie an sich so, ne? Mhm. Und
Ja, ich muss sagen, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich dachte, ich habe erstmal nur ein Bild in meinem Facebook-Thread oder sowas, taucht es auf, dachte so, habe ich erstmal geguckt, okay, stimmt das wirklich so? Ja, es stimmt. Und ich war ein bisschen verwirrt. Auf mich wirkt es ein bisschen wie eine Verzweiflungstat von Marvel, so von wegen, wir wollen diesen Schockmoment, also wir wollen viral gehen, so wirkt das so ein bisschen für mich, so von wegen, ich würde mir wünschen, dass man Robert Downey, weil viele jetzt spekulieren alle darüber, wird es eine Verzahnung mit Iron Man geben oder nicht? Müssen sie ja machen, weil wenn er schon ist und so. Ich würde mir wünschen, wenn sie ihn jetzt nehmen, dass kein einziges Mal sein Gesicht wirklich erkennbar ist. Das würde ich mir wünschen, dass wenn man sein Gesicht sieht, dass das nur so das typische zerfetzte Dr. Doom-Gesicht ist. Weil Das wäre cool. ich brauche keine künstlich erzeugte Verzahnung mit Iron Man, auch wenn es das in irgendeiner What-If-Story mal gegeben haben sollte. Ich brauche die nicht. Dr. Nee, Doom, vor allen ich will Dingen, auch weil nicht, dass es irgendeine Variante ist, weil dadurch würde er für mich an Wert verlieren. ja, also die Szene, wie er gestorben ist, die war einfach dermaßen episch und endlich mal auch so konsequent. Und die wird halt komplett entwerten. Also das ist halt der Punkt, wo ich auch voll bei dir bin. Also das wäre eine coole Sache, wenn sie es wirklich so machen würden. Aber da Stimme glaube ich, verzerrt, ne? Stimme ja. verzerrt, kein einziges Mal das Gesicht sehen, das echte Gesicht, dann wäre ich damit fein. Ja, aber Anso, ich glaube aber nicht. an, und dann wäre es aber halt ein reiner PR-Stunt eigentlich, ne? Aber ja, ich befürchte natürlich, dass sie denken so, ja gut, wenn wir ihn jetzt haben, dann müssen wir da auch irgendwie was mit einbauen. Warte mal. Dann müssen wir da irgendwas mit einbauen, von wegen eine Verbindung zu Tony Stark und so weiter. Ja, sie wollen natürlich diesen Nostalgie-Hype fahren, ne? Und sie glauben vielleicht irgendwie so, wie Robert Downey Jr. ist für uns das, was Arnold Schwarzenegger fürs Terminator-Franchise ist oder so. Aber dabei sollte man nicht vergessen, dass das Terminator-Franchise inzwischen auch mit Arnold Schwarzenegger komplett den Bach runtergeht, ne? Ja. Also es ist immer so eine Sache, ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, für mich wirkt das wie ein PR-Stunt, wie ein bisschen eine Verzweiflungsidee. Ich bin immer noch der Meinung, dass so ein Name, der durch die sozialen Medien geisterte, war ja immer hier Cillian Murphy. Den hätte ich mir immer noch gewünscht, weil der einfach gerade einen Hype hat. Der hat das richtige Alter aus meiner Sicht. Und wie gesagt, die Optik ist ja im Endeffekt gar nicht so entscheidend, sondern Dr. Doom ist eh die meiste Zeit unter der Maske. Und wenn du sein Gesicht siehst, dann sollte es eigentlich zerstört sein. Also von daher, ja. Auch hier, wer ja auch spekuliert wurde, wer ja erst als Reed Richards im Gespräch war, Adam Driver, ne? Wäre ich auch fein mit. Allerdings ist da natürlich das Problem, dass dann vielleicht immer so Vergleiche mit der Star Wars-Rolle da entstehen. Keine Ahnung. Wobei mich das jetzt nicht stört, weil ich halt kein Star Wars-Gucker bin. Ja, Ja, das also. soll natürlich auch unheimlich schwierig sein, ne? Da muss man gucken, was dabei rauskommt. Ich sag mal so, Robert Downey Jr. ist natürlich ein super Schauspieler, über alle Zweifel erhaben. Das heißt also, ich habe jetzt keine Angst vor schlechter Qualität oder sowas. Ne? Also, ich bin einfach nur ein bisschen ängstlich, dass sie da jetzt was konstruieren werden, worauf ich keinen Bock habe. Ja. Was mir den Charakter Dr. Doom so ein bisschen entwertet, weil der darf keine Variante von Tony Stark sein. Das würde ihn herabsetzen. Der Ja. muss schon ein eigener Charakter sein, ja, finde ich. Ja. Ja, genau. Robert Downey Jr. soll angeblich, also angeblich, ja. Ich beziehe mich da übrigens, kann ich ja mal erwähnen, auf den Kanal Flips, ja. Filme, Serien und Games oder so, glaube ich. Also Flips, die hatten da relativ aktuell jetzt ein Video rausgehauen mit irgendwelchen Zahlen. Und ja, hoffen wir einfach mal, dass die Jungs da seriös recherchieren, damit ich es nicht machen muss. Angeblich soll Robert Downey Jr. für die beiden kommenden Avengers-Filme und eventuell Kurzauftritt im Fantastic Four-Film über 100 Millionen dann wohl kriegen. Ne? Plus, also genau, die Russo-Brüder und Robert Downey Jr. wohl auch beide nochmal plus Gewinnbeteiligung. Also das wird dann, da werden Generationen nach Downey Jr. noch von zehren können. Ja. Und mit dem Privatjet noch durch die Gegend fliegen können. Ja. Genau, und dann, was die Planung angeht, angeblich soll ja eigentlich, also nächstes Jahr kommt erstmal Cap 4, dann Thunderbolts,
Dann Fantastic Four ist für den Sommer schon angekündigt. Ich würde darauf wetten, dass der noch mal ein bisschen verlegt wird, ehrlich gesagt. Ja, würde mich auch nicht wundern. Das glaube ich. Und dann sollte ursprünglich ja noch Blade eigentlich 2025 aufkreuzen. Der wird ja auch immer wieder. Ja, wovon man erst nichts gehört hat. Ich habe schon vor einigen Monaten gesagt, ich glaube nicht daran, dass noch ein Blade-Film kommt. Ehrlich gesagt glaube ich nicht an dieses Projekt. Ich glaube auch nicht, dass dieses Projekt reinpasst in aktuell. Und ich glaube auch, dass der Schauspieler tendenziell auch schon eigentlich zu alt ist und so weiter. Der ist doch, hatten wir das nicht schon mal nachgeguckt? War der nicht schon irgendwie über 50 und so? Ich glaube ja. Also ist alles, da sind viele Sachen drin, wo ich denke so, wie gesagt, ich glaube auch, dass ich persönlich bin mir auch nicht sicher, ob so ein Blade-Film heute so funktionieren würde wie damals, weil damals war auch so dieser Vampir-Zeitgeist. Da waren gerade Vampir-Filme voll im Trend so und Matrix. Also Matrix kam ja erst danach, aber irgendwie war das alles so ein Suppentopf. Dieser optische Stil, das war irgendwie, das war alles so dieser Millennium-Stil. So den, und da passte das gerade voll rein. Ich weiß nicht, wie sie jetzt, natürlich würden sie Blade dann halt ein bisschen anders inszenieren. Ja, keine Ahnung, aber bin ich vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, weil ich habe jetzt auch nie groß Blade in den Comics oder sowas abgefeiert. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieser Film überhaupt noch kommt. Genau, und dann würden, also ich glaube ehrlich gesagt, dass Fantastic Four ein bisschen nach hinten verlegt wird, zeitlich. Ne? Der wird ja jetzt auch gerade erst abgedreht, glaube ich. Ne? Also es werden, also die Nachdrehs finden jetzt noch statt, oder es wurden, glaube ich, einige Szenen schon gedreht und jetzt, ne, der größte Teil irgendwie so noch. Also das heißt, das ist gar nicht mehr so viel Zeit. Wenn der also dann in den Herbst verlegt wird und dann wird, dann soll aber ein Projekt irgendwie noch zwischen den Avengers-Filmen, die dann 2026 kommen, wohl sein. Und da wird spekuliert, dass es eventuell Shang-Chi 2 tatsächlich noch sein könnte. Aber da müssen sie auch ziemlich aufs Gaspedal drücken. Ne? Und die Thunderbolts sollen ja auch noch kommen. Die Thunderbolts hatte ich aufgezählt. Die kommen ja direkt, die kommen schon im Sommer oder im, also, warte mal. Die müssten eigentlich nach Cap 4 kommen direkt. Genau, ne? Cap 4 startet schon im Frühjahr, ich glaube schon irgendwie Februar. Und dann die Thunderbolts, die sollten dann so im Frühling starten und da können wir vorstellen, vielleicht die auch nochmal einen Monat nach hinten oder sowas, ja, und dann Fantastic Four halt eben im Herbst oder sowas, das halte ich irgendwie für realistischer. Ja. Also die drei sind safe, ja, und dann, wie gesagt, Fragezeichen-Projekt, wo ich halt eher an sowas wie Shang-Chi glaube. Ja. Genau, und dann halt eben Avengers Doomsday. Jetzt nicht mehr Kang Dynasty, sondern Doomsday. Kang ist, also heute habe ich gelesen, dass Kang jetzt doch komplett gestrichen wird, ne? Also, dass die Rolle gar keine, dass der Charakter keine Rolle mehr spielen soll. Ich würde mir wünschen, dass er trotzdem noch ganz kurz auftaucht. Ja. Also, dass er einfach nur benutzt wird, um das Power-Level von Doom einmal kurz darzustellen, dass er den einmal kurz wegwischt, so ungefähr, oder dass Doom quasi irgendwie über ihn an die Macht kommt, also dass er ihn am Anfang einmal kurz eliminiert und dann über ihn, dafür braucht man ja auch nicht mehr den Schauspieler, das kannst du ja irgendwie von hinten oder einfach nur, trägt gerade sein Kostüm, ne, und so weiter, da siehst du ja nichts groß vom Gesicht, muss nicht mal eine Sprechrolle sein. Und dass Doom dann über ihn eventuell an die Macht kommt, durch Universen zu reisen oder sowas, ja. Und Doomsday, der Film, ja, also das klingt ja danach, als ob Doom auf jeden Fall da irgendwie große Macht an sich reißt. Ja. Und sei es Kang Macht, sei es vielleicht Galactus Macht, sei es Celestial Macht, sei es Beyonder Macht oder so, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, das erwarte ich mir eigentlich, dass Doom es schafft, als normaler Mensch so stark zu werden und damit Götter zu vernichten. Also ich gehe davon aus, und da gehen ja eigentlich alle von aus, dass Secret Wars sich auf die zweiten Secret Wars beziehen wird, die in den Comics waren, und nicht auf die ersten. Also ich denke mal, dass Doom da irgendwie halt auch so ein ein Fetzen-Universum halt irgendwie haben wir mit verschiedenen Welten, Stücken aus Welten irgendwie, keine Ahnung, wo er dann eben der Herrscher ist. Und
Und da glaube ich dann tatsächlich dran, dass sie es so machen werden, dass dieses Multiversums-Ding dann erst richtig komplett aufgelöst wird, sodass das eine einzige Welt draus wird. Ja. So. Also genau das, denke ich mal. Das glaube ich nämlich auch. Das meinte ich auch vorhin irgendwann mal, als ich, dass ich denke, dass das Multiversums-Ding uns dann eben bis zum Ende von Secret Wars begleiten wird und dann ist das irgendwie passé. So war es ja auch in den Comics, so ein bisschen, dass sie das benutzt haben, um einmal aufzuräumen im Marvel-Universum. Genau. Neuestes Gerücht, was ich noch, ich glaube, das war auch vom Flips-Kanal, was ich noch gehört hatte, dass das jetzt wohl gerüchteweise eventuell aber der Secret Wars-Film auf Wunsch der Russos eventuell sogar auf zwei Filme noch geplant wird. Also, dass es dann drei Avengers-Filme wären. Okay. Aber vielleicht waren es auch nur Kommunikationsprobleme, dass Doomsday eigentlich schon als erste Hälfte davon gilt oder so. Keine Ahnung. Ne? Aber immer ich könnte mir auch vorstellen. Genau. Ich gucke mir die alle an. Bitte? Ich sage immer gerne, ich nehme die alle. Ja, also Avengers-Filme, natürlich bin ich da auch neugierig drauf. Also logisch, will ich auf jeden Fall sehen. Und Dr. Doom, egal ob jetzt mit Robert Downey Jr. oder irgendwem anders, Dr. Doom als Comicfigur ist für mich einfach so wichtig. Ich will die einfach mal in richtiger Gänze sehen, also auf dem richtigen Power-Level und nicht so eine Gurken wieder, wie wir eben bisher von Fox präsentiert bekommen haben. Ja, genau, also Doom, das macht, wie gesagt, macht für mich ihn immer aus, dass er halt einfach absolutes ein Ego hat, was bis zur Sonne reicht. Ja, total narzisstisch. Letztens meinten irgendwelche Movie-Kanäle so von wegen, ja, dann könnte der ja anfangen, da Universen zu vernichten oder sowas. Das will ich nicht sehen eigentlich. Nee. Also es sei denn, diese Universen bedrohen unseres. Weil ja, dann hätten wir so ein bisschen so diese Inklusionsgeschichte, die mal in diesem großen Avengers-Run drin gewesen ist, von, also Hickman. Mein Lieblings-Avengers-Run, ne? Hickman, genau. Ja. Die Story, die hätten wir dann so ein bisschen, und dann würde es passen, dann, wenn Doom sich da, naja, damit du so ein Ausmaß vermittelt kriegst von der Macht, die er hat. Ne? Genau, also ich will nämlich nicht, dass Doom darf nicht wahllos oder Leute einfach killen. Das war nie Dooms Ding. Doom ist kein Massenmörder, sondern Doom hält sich selber einfach für den besten Herrscher. Und wenn er dann herrschen darf, ist er sogar zum Teil ein gütiger Herrscher, also solange man ihm nicht irgendwie ans Bein pisst. Ne? Ja, genau. Aber ne, also es gibt ja mehrere Comics-Stories auch bei den Fantastic Four, wo immer wieder gezeigt wird, dass es Latveria unter ihm gut geht. Ne? Also Latveria unter ihm aufblüht. Und immer wenn andere Leute an der Macht sind, dass es dann dem Land schlechter geht. Ja. Also er verkörpert einen Diktator, ganz klar, einen Tyrannen, aber eben jemanden, der solange eben gehorcht wird, ne, hat er die Kompetenzen, so könnte man das sagen. Und das ist ja auch Secret Wars im Endeffekt. Ich liebe diese Schlüsselstelle, wo Dr. Strange sagt so, ich traue mir diese Macht nicht zu, so, ne, bei Beyonder Macht. Ich traue mir diese Macht nicht zu. Und Doom sagt, okay, dann nehme ich sie, ne. Dass er sich das eben zutraut. So. Das macht ihn eben aus, dieser Größenwahn, der aber dann auch real ist. Also er schätzt sich richtig ein. Er ist tatsächlich einer der kompetentesten. Ne? Und das wäre cool, wenn sie das zeigen würden, wie Strange quasi als Gehilfe irgendwo neben seinem Thron steht, so wie in dem Comic damals. So, ne? Wo er ja schon so ein Ego hat normalerweise. Ja. Das sind Schlüsselszenen, genau, die ich mir auch wünsche, ja. Das, weil das gibt diesen Körper, diesen ganzen Charakteren eben halt auch, diesen oder den Beziehungen untereinander eben auch noch mehr Tiefe, dass so ein Typ wie Dr. Strange, der auf der Seite des Guten stehen muss, dass der in so einem dramatischen Moment sich eingesteht, ich bin dazu nicht in der Lage, das muss ein anderer machen. Und wenn jetzt gerade nur Doom hier neben mir steht, ne, dann muss ich es ihm überlassen, weil ich schaffe es nicht. So, ne? Das finde ich einen ganz, ganz geilen, großen Moment. Absolut. Und ich denke auch, Doom wird irgendwie in Doomsday, das sagt ja schon der Titel, wird er halt eine große Bedrohung darstellen, wird vielleicht ja sogar dann, weiß nicht, entweder wird der Film dann so wie Infinity War enden, dass quasi er mit dem Sieg von Doom endet und das dann eigentlich erst zu Secret Wars hinführt, oder er wird vielleicht besiegt, ja, ganz normaler Avengers-Bedrohung, also ne, irgendwie die Avengers müssen sich versammeln, um eben dieser Doom-Gefahr zu begegnen, und dann kehrt er aber irgendwie als
als Lösung quasi in Secret Wars zurück. Also, dass dann halt in Secret Wars sich darum dreht, dass die Helden da irgendwie miteinander kämpfen müssen und so weiter oder wie oder was auf Battleworld oder weil irgendwie macht das ja auch Secret Wars immer aus, dass da so verschiedenste Konstellationen dann auf einmal sind, ne? Leute, die miteinander interagieren, kämpfen, und Doom dann aber eben am Ende der es alles irgendwie wieder ordnen muss, der es alles irgendwie herstellt, ja. Da bin ich gespannt. Und natürlich gehe ich davon aus, dass die Fantastic Four da auch ein bisschen was mitzureden haben. Ne? Ja. Da bin ich mal gespannt, ob Franklin Richards schon irgendwie eingeführt werden wird in den, in dieser Phase sozusagen. Ne? Oder ob der noch gar keine Rolle spielen wird. Weil das ist ja so ein bisschen Ex Machina, ne? Den kann man ja immer benutzen, so, Probleme zu lösen. So, ne? Ja. Absolut. Ja, was ist so das nächste? Also wir kommen zum Ende, ja. Z-Man, was ist so das nächste Filmding aus diesem Kosmos, den wir gerade besprochen haben, auf das du dich am meisten freust? Kannst du das? Ja, schon. Also gut, wenn man jetzt ganz weit vorgreift, ich bin natürlich so unfassbar neugierig, wie die neuen Avengers-Filme sein werden. Mhm. Und also da freue ich mich jetzt schon unglaublich drauf. Aber jetzt so als nächstes bin ich wirklich erstmal sehr auf Cap 4 gehypt, muss ich sagen. Mhm. Also da, wie gesagt, da wünsche ich mir dann tatsächlich dann wieder so ein bisschen bodenständigeres. Jetzt mal wieder so eine schöne Polit-Thriller-Atmosphäre. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja, ich habe da auch sehr Bock drauf. Tatsächlich bin ich immer noch, das habe ich, glaube ich, schon mehrmals gesagt, bin ich immer noch am meisten gespannt auf den Fantastic Four-Film, weil die mir einfach unheimlich am Herzen liegen, diese Familie, und ich die noch nie akkurat umgesetzt empfand. Und da, ich glaube, Entschuldigung, ich muss mich schon wieder räuspern. Ich glaube, dass diese Art, wie das MCU sich erzählt und so weiter, was mir auch manchmal auf den Sack ging, habe ich ja schon oft erwähnt, dass diese Art aber gut zu den Fantastic Four passt. Also ich glaube, dass eigentlich dieser Tenor, immer ein bisschen hier und da mal ein bisschen Ironie, mal ein bisschen Scherz, aber auch das richtige Gefühl für Dramatik und so zum Teil, dass diese Mischung für die Fantastic Four eigentlich sehr gut funktionieren könnte. Ne, auch dieses Zusammenspiel Fackel und Ben, so das passt, also das kann ich mir im MCU sehr gut vorstellen, aber eben besser, als wir es bisher gesehen haben. Ne? Hochwertiger auch einfach so, ja. mit mehr Budget, mit mehr besseren Effekten und Galactus, ja, so, ne, wir Comic-Fans gehen darauf ab, und dann eben, wie gesagt, die Dr. Doom-Einführung, also da bin ich sehr gespannt drauf, aber im Endeffekt muss ich sagen, Thunderbolts ist bei mir so ein bisschen drunter, ansonsten bin ich eigentlich auf fast alle gespannt. Also ja, ich will die alle schon sehen, genau, Cap 4 auf jeden Fall, und die Avengers-Filme sowieso, genau, ja. Ja. Aber ich habe eine Frage an dich, wir haben ja jetzt, um damit wieder, dann können wir damit nochmal den Kreis schließen, wie kannst du dir vorstellen, holt man Deadpool in so einen Film rein? Ja, Deadpool, Deadpool, ich würde ihn eigentlich, glaube ich, ziemlich weit außen vor lassen. Und dann, weil ich denke, mit Deadpool muss sich auch immer der Tenor ändern, so, ne? Also es muss dann alles in dem Moment halt auch einfach alles so ein bisschen Meta sein und sich nicht mehr ernst nehmen und so weiter. Und das würde natürlich so eine gewisse emotionale Ebene zerstören, also die Fallhöhe ändert sich dann. Vielleicht bringt man ihn eben zum Beispiel auf so ein Battleworld oder sowas, kann man ihn mit reinwürfeln und stirbt dann aber auch gleich im nächsten Moment oder sowas. Ne, die Todesszene mit Thor, ja. Da habe ich eine Frage. Die könnte ja zum Beispiel schon tatsächlich, ich traue denen dazu, dass sie tatsächlich schon eine Szene, die Szene für Secret Wars fest eingeplant haben oder schon gedreht haben. Da habe ich noch mal eben eine Frage zu Deadpool Wolverine. War das Chris Hemsworth? Ja. Bist du sicher? Meine Frau hat ja gesagt. Und dann zeig dir noch mal Liam Hemsworth mit blonden Haaren.
Ja, den kennt ihr auch gut. Ja, ich bin der Meinung, das war nämlich, ich glaube, die sehen sich ja irgendwie ähnlich und dann doch wieder nicht so ganz, aber ja, ja. Und es gibt ja noch einen anderen Bruder, der in Tor 4 ja ganz kurz mitgespielt hat, ne? Nee, ja. Tor 3 oder Tor 4? Ja, beim dritten, glaube ich. Ja, mit dem Theaterstück. Ist das beim dritten oder vierten? Ich weiß nicht mehr genau. Genau, nee, mit dem Theaterstück am Anfang. Bitte? Nee, das war, glaube ich, sogar im zweiten mit dem Theaterstück. Nee, Theaterstück war nicht im zweiten. Nee, das war, als Loki sich da als Odin ausgegeben hat. Das war dann im vierten. Ja, ja, richtig. Genau. Genau. Genau, und da, das war ja auch nicht Chris Hemsworth, der im Theater da Thor spielte, sondern das war, glaube ich, einer seiner Brüder. Das sind mehrere Brüder. Und Liam und Chris sind, glaube ich, die berühmtesten, so wenn ich das richtig auf die Kette kriege. Naja, ist auch egal. Ja, also du, hast du eine andere Idee, wie Deadpool reingebracht werden könnte? Also es wird nicht einfach, ne? Also steht und fällt natürlich auch alles mit den Regisseuren, mit den Autoren. Ich meine, in den Comics funktioniert das ja auch. Also du hast ja Deadpool auch immer wieder tatsächlich in großen Stories, auch in Events. Und ja, da funktioniert. Also ne, der geht halt dann eben mit seiner Art, geht er meistens dann den Helden auch auf den Keks. Und die reagieren halt dann so ähnlich, wie du vielleicht als Zuschauer reagierst, wenn du den selber in so einer Situation an deiner Seite hättest oder so. Und dass die dann vielleicht so den Part auch des genervten Zuschauers übernehmen oder so. Also ich bin da echt unglaublich gespannt, weil irgendwo wird er auftauchen, da bin ich ganz sicher. Sonst hätten sie ihn gar nicht erst rübergeholt. Also wir werden den irgendwann mit den Avengers zusammen sehen. Da würde ich alles drauf wetten. Ich kann mir halt vorstellen, dass er und Logan, dass sie halt einfach im letzten MCU-Film dieser Phase, die dann eben halt auch quasi dieses Multiverse endgültig beenden wird, also wahrscheinlich Secret Wars, dass sie da irgendwie mit auftauchen. Aber nicht in großer Rolle. Und dann wird man halt sehen, ob man da irgendwie was noch von weiterverwendet oder nicht. Ne? Ja. Ja, wobei bei Wolvie kann ich mir tatsächlich auch sogar noch ein bisschen mehr vorstellen. Also ja, ich eigentlich auch von der... Der war ja in den Comics auch öfters schon tatsächlich auch Mitglied der Avengers. Und ja, was ich ja auch schon am Anfang gesagt habe, Hugh Jackman hat so oft gesagt, dass er so gerne an der Seite der Avengers kämpfen würde. Ich denke, den Wunsch werden sie ihm erfüllen. Ja. So, ja. Aber ich würde sagen, da haben wir ja eine Menge geschafft heute. Ne? Eine Menge durchgeschnackt. Absolut. Dann schauen wir dem allen mal positiv entgegen. Was ich auf jeden Fall gut finde, dieses eine Jahr jetzt, wo nur ein Marvel-Film startet, das tut gut, indem man mal wieder so ein bisschen rauskommt, aber dann auch wieder Lust auf, ne, wieder Appetit bekommt auf was, auf was Neues. Also das hat mir sehr gut getan und ich bin der Meinung, drei Filme würden nächstes Jahr vollkommen reichen. Also ne, brauche halt echt keine vier, weil da kriegen wir ja dann auch noch die... Kriegen wir schon die DCU-Filme oder starten die erst 2026? Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel. Ich glaube, nächstes Jahr kommt schon Superman, oder? Doch. Guck, dann hätten wir das noch. Genau. Ja. Und wir haben ja auch noch MCU, haben wir ja auch noch Serien, die anstehen. Und die Spider-Man-Filme werden ja auch nicht mitgezählt bei den Phasen. Die kommen ja von Sony raus. Ne? Richtig, genau. Ja. Was mir eben noch einfiel, was ich den Russos auf jeden Fall auch positiv anrechne, ist, dass die immer so ein bisschen rausgehen von diesem Selbstironie-Humor. Die haben davon immer sehr wenig in ihren Filmen eigentlich drin. Ne? Ja, die haben den schön eingestreut. Also. Ja, aber eben, also die fahren nicht diese Guardians of the Galaxy-Nachmachschiene oder sowas. Nee, ne? Die halt nee. Eben, also da, ich fand die Dramatik. Die Ernsthaftigkeit hat mir größtenteils eben schon gefallen bei den Filmen. Ja. Ja, ich weiß, manche kamen nicht mit dem dicken Tor zurecht und so, aber boah, weiß ich nicht. Also da fand ich noch wirklich lustig. Das war nicht so überzogen wie bei Ragnarök und dem Nachfolger. Ja,
Also, das heißt, es geht wieder bergauf, ja? Hoffen wir mal. Ja, ich würde sagen, war genau der Film, den das MCU gebraucht hat jetzt. War ja, also vielleicht auch, genau. Wie gesagt, ich im Endeffekt kann ich dir ja nur recht geben, das ist halt ein, das ist Deadpool, so wie man es kennt. Wem die ersten beiden Deadpool-Filme gefallen haben, der wird hier auch seinen Spaß haben und es ist halt auf jeden Fall 3 Nummern größer. Ja, es ist inzwischen ein wirklicher Big-Budget-Film, ne? Ich habe so gesehen, um die 200 Millionen, das ist eigentlich normales MCU-Budget, aber die vorigen Deadpool-Filme waren halt deutlich günstiger. Und das sieht man den Film auch an. Genau, also ne, wie gesagt, wer Spaß in Alten hatte, der wird auch hier seinen Spaß haben. Wer jetzt irgendwie eine komplexe Geschichte sucht oder sowas, der ist bei Deadpool, glaube ich, eh fehl am Platze. Genau. Ja. Dann würde ich mich einfach, wie gesagt, freuen, wenn ihr eure Meinung dann auch in die Kommentare kundtut, ja. Wenn ihr mal beim Setman vorbeischaut, was ist, ich habe gestern gesehen, gestern habt ihr wieder über Musik gequatscht, ne? Genau, gestern haben wir uns die 90er vorgenommen, Carsten und ich mit dem Earl als Gast. Die 90er. Wer da Lust drauf hat, 90er Jahre Musik, 3 Stunden ungefähr, haben wir drüber gequatscht, hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist meine Teenagerzeit, die 90er. Ja, siehste. Ja. Und wenn wir auf Boygroups zu sprechen kommen und der Earl sofort sagt, ich gehe mir ein Bier holen, dann weißt du Bescheid. Ich muss ja sagen, es gibt, ich finde, man muss schon zugeben, es gibt halt einige Boygroups, die einfach echt gut produziert wurden. Ne? Also wo das halt echt das ist die Evergreens Thema. Rausgekommen sind. Das, ne? Das ist echt ein Thema geworden da drin. Mhm. Also dass Carsten und ich tatsächlich auch sagen, ja, da sind auch Leute dabei gewesen, die wirklich richtig Talent hatten. Da sind auch verdammt gute Sänger dabei gewesen. Muss man eben. Damals habe ich den ganzen Kram einfach nur gehasst und habe mich auch gar nicht weiter dafür interessiert. Aber heute so ein bisschen mit so ein bisschen Altersmilde und so und auch meine Frau hat mir viel vorgespielt auch und so. Und da sind Sachen bei, die ich heute wirklich auch gut finde. Aber wir driften jetzt hier gerade ab, ja. Dafür ist Z-Man, hat er sich mit Carsten unterhalten und Milan, habe ich gesehen, war auch am Start. Genau. Ich werde mal gucken, ob ich wieder ein bisschen Remis hier in den nächsten Wochen was mache. Ansonsten sollt ihr wissen, ich bin fleißig, ja, ich zeichne an meinen Comics. Das ist halt für mich immer Priorität, bevor ich hier irgendwie Zeit in Social Media investiere, benutze ich sie dann halt eben lieber fürs Zeichnen, wenn ich mich zwischen zwei Sachen entscheiden muss. Genau. Und dann verabschieden wir uns und wir werden halt mal gucken, ob wir demnächst, auch wenn jetzt eben in diesem Jahr kein Marvel-Film mehr angekündigt ist, ob wir vielleicht trotzdem mal wieder irgendwie ein Projekt entgegensehen, worüber wir dann Bock haben zu quatschen. Ne? Also Film, Comic, Projekt, irgendwie sowas. Und ansonsten, wie gesagt, lasst gerne Daumen da, Abo da, Kommentare, ne, was, wie ihr eben zu den Sachen steht, die wir hier gesagt haben, was ist euer Lieblings-Cameo gewesen und Z-Man, dir gehören die letzten Worte, wenn du möchtest. Dem ist nichts hinzuzufügen. Alles klar. Macht's gut, ciao, ciao.